Realität ist Verhandlungssache. Mysterien, Mindfuck und Magie. Der Podcast aus der Zwischenwelt. Mit Bernhard Reiche und Rudolf Stark. Herzlich willkommen zur letzten Sendung von Reicher und Stark im Jahr 2017. Hallo. Wir nutzen diesen Podcast, um das Jahr Revue passieren zu lassen und beginnen mit einem unglaublich schönen Weihnachtsgeschenk, das wir bekommen haben von einer Zuschauerin aus Berlin. Ja. Ich feiere kein Weihnachten. Für mich ist es die Wintersonnenwende. Ich habe mich trotzdem riesig gefreut. Vor allem, es ist ein besonders edler Tropfen heute. Wie heißt die nochmal? Bundesknüppel? Bundesbereinigungsknüppel ist ihr Nickname. Ja. Danke. Also vielen, vielen Dank. Ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt, glaube ich. Ja, du hast mir auf Facebook oder was, WhatsApp, nur ein Foto davon geschickt. So. Und macht so, yes. Also es ist ein Glenfarclas und er ist tatsächlich ein Vierteljahrhundert lang gereift. 25 Jahre. Ja. So hört sich das an, wenn der geöffnet wird. Nämlich so wie jeder andere auch. Herrlich. Ja, Glenfarclas, wir haben schon in einer Sendung die 15-jährige Version getrunken, die ja schon hervorragend geschmeckt hat. Oh ja. Aber ich habe noch nie einen 25-jährigen nicht getrunken. Ich auch nicht, muss ich gestehen. Wirklich? Na? Also ich will jetzt nicht zu viel im Voraus schon mich freuen, aber ich vermute, das wird der edelste Tropfen sein, den wir bisher gehabt haben. Ja, ich bin sehr gespannt. Also gesagt, der 15-Jährige war schon hervorragend. Die Farbe ist ein Traum. Dunkles Bernstein. Ja, dann ein Riesendank an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Und besonders an die Spenderin, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich ihren realen Namen verwenden darf, deswegen tue ich es nicht. Nochmal danke. Zum Wohl. Und euch ein schönes Ende des Jahres 2017, sagt man das? Ich habe keine Ahnung. Einen schönen Jahresausklang. Ja, das war's, was ich sagen wollte. Und einen guten Start. Bernhard schwebt gerade auf Wolke 7. Ich riech noch. Ja, das ist überhaupt bei mir. Gibt's ja nicht. Gut. Ich habe es mir letzte Zeit angewöhnt, die ganze Zeit an Whiskys zu riechen. Das letzte Mal, als wir im Pub waren, nach Thor Ragnarök, dem Film, über den wir heute wahrscheinlich auch noch sprechen werden, bin ich eine halbe Stunde an meinem Whisky gehangen und habe nur noch gerochen wie ein Blöder und war in irgendeiner Traumwelt. Götter ist der gut. So weich. Wirklich, ich finde ihn relativ herb. Nicht negativ gemeint. Aber weich wäre das nicht das Wort, das mir für einen Whisky schon. Ich werde einfach diese ganzen Schweigesekunden rausschneiden müssen. Man hört uns beim Stöhnen zu. Du, das ist eine der vier wichtigsten Qualitäten in der Magie. Wissen, saufen. Wollen, wagen, schweigen. Also, saufen. In deiner Magie vielleicht. Ja, ja. Also, die vierte Stelle schafft. Aber ich finde den Geruch noch besser als den Geschmack. Also ich bin restlos begeistert. Ich werde den nehmen. Also jetzt wird es Zeit, dass wir mal reden. Ja. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, also fast auf den Tag, dass die Idee für diesen Kanal geboren wurde. Es hat dann noch einige Monate gedauert, bis er gestartet ist, aber Ende Dezember 2016 war die Idee dazu da. Ich weiß noch, wie ich in der Straßenbahn gesessen bin, total inspiriert und
dir geschrieben habe. Neue Idee. Ja. Wir haben und so wie immer so, nee, weiß nicht meine Antwort, aber das hat sich sowas wert. War sehr cool. ja, und es ist auch quasi auf den Tag genau, plus minus 2-3 Tage, 10 Jahre her, seit ich meine ziemlich heftige außerkörperliche Erfahrung hatte. Die dich überhaupt auf den spirituellen Weg gebracht hat. Ja, auf den magischen Weg gebracht hat. Also, glaube ich, ein gutes Jubiläum. Was vor 25 Jahren war, als dieser Whisky abgefüllt, ich habe keine Ahnung. Was war da für ein Jahr? 12. Da habe ich mit Lego gespielt. Das wird wohl nicht so spektakulär gewesen sein. Oder wer weiß, keine Ahnung. Ja, ja, wir haben ja schon ein Jahr davor fast überlegt, einen Podcast zu machen. Genau, also wir haben ja aus dem Visionarium heraus, also aus unserem, oder vor allem aus deinem und Walters Buchprojekt, Magazinprojekt, wurde dann die Idee geboren, naja, also das ganze Schreiben und drumherum, es wird ein bisschen umständlich oder ein bisschen, man kann vieles, glaube ich, wahrscheinlich besser in Form von Podcasts besprechen. Es hat zumindest auch eine größere Reichweite. Genau. Und da ist dann die Idee geboren, das ist aber auch schon fast 2 Jahre her, oder eineinhalb. Eineinhalb, glaube ich, so von der Idee. Und dann ist das langsam gewachsen, wieder ein bisschen eingeschlafen. Und dann hat sich das zu diesem Projekt entwickelt, was ich total spannend finde, das jetzt so mal im Rückblick zu betrachten. Und das wollen wir heute dann einfach generell mal ein bisschen machen. Gemütlich plaudern. Wir werden heute vielleicht nicht so viel fachsimpeln, wie wir es manchmal sonst tun, sondern ja, einfach mal so die Gedanken schweifen lassen. Unser persönliches Jahr. Genau. Ja, was angefangen hat das Jahr in Knittelfeld. Ziemlich in genau. In den ersten Tagen des Jahres 2017 waren wir in Knittelfeld. Und ich habe zum ersten Mal keine UFOs gesehen in Knittelfeld. Das ganze Jahr, heuer haben wir kein UFO gesehen. Kein UFO, ja. Und auch so generell, so richtige High-Strangeness-Phänomene auch nicht so wirklich, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Naja. Es ist viel im magischen Kontext passiert und Reisen und so weiter. Aber jetzt eben so im Sinn von, man geht die Straße entlang und plötzlich läuft ein, weiß ich nicht, kleiner grüner Alien über die Straße und winkt einem oder die Kaffeekapsel verschwindet oder... Ja, das waren so die letzten Jahre. Ja, 2017 ist nicht... Also mir würde jetzt so viel einfallen, was so jetzt so wirklich so spektakulär passiert wäre. Schade. Was so total rätselhaft war, ja. Das stimmt. Das stimmt, ja. Aber aus diesem Besuch in Knittelfeld ist ja die Idee zum Buch entstanden auch. Genau. Wir wollten ja mit Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb war so eine Idee, dass wir so mit ihnen gemeinsam ein Buch über ihr Leben schreiben, über die Ereignisse in Knittelfeld. Ich meine, ich finde die Idee ja großartig, weil die meisten Menschen erleben einmal in ihrem Leben irgendwas Außergewöhnliches, Paranormales und so. Oder kennen zumindest jemanden, dem sowas einmal passiert ist. Ja. Und bei den beiden passiert das ja im Wochentakt quasi. Und darüber, einfach ihre Geschichte zu erzählen, das Konzept ist groß. Das Konzept steht ja auch. Und da gibt es ja auch Ideen mit prominenten Forschern das zu verknüpfen. Die Kontakte gibt es ja zu Greg Braden, zu Rupert Sheldrake, Nassim Haramein vielleicht oder so. Diese, also Lukas von Ludwiger. Genau, zumindest so um ein, zwei Ecken herum. Ja. Wie auch immer wir das dann gemacht haben. Alles. Ja. Die Waltraud und Jürgen ja auch kennen und dazu was sagen könnten. Also das Buchkonzept steht. Ja, ist scheitert halt wie immer am Geld einmal bisher, weil es ist dann doch unglaublich viel Arbeit. Das sind einige Monate Arbeit, die wir reinstecken würden und wir müssen ja von was leben in der Zeit. Ja. Aber schauen wir noch, was ja, das Projekt ist. Es war definitiv ein interessanter Start ins Jahr. Ja, was war sonst noch? Mythen hat es gegeben. Ja, wir waren das war auch Anfang 2017, sehr intensives Wochenende. Bei Siegfried Essen am Mythenspiel-Wochenende, sprich 2,5 Tage Aufstellungsarbeit. Ja, ein experimentelles Format, so eine Art Mischung aus Aufstellungsarbeit, Bibliodrama, Schödramatik. Improvisationstheater. Genau. Im weitesten Sinne. Sehr eigenartiges Wochenende, im positiven Sinn eigenartig.
Meine, was haben wir? Wir haben unter anderem Ragnarök nachgespielt. Das war, glaube ich, gleich der erste Mythos, den wir gespielt haben. Zum Einstieg mal den Weltuntergang der nordischen Mythologie. Und wir haben beide interessanterweise, also wir haben das zweimal dargestellt und zweimal haben wir, du und ich, haben jeweils diese, die, naja, doch sehr... Die Bösen. Unter Anführungszeichen Bösen, die dunkle Seite dargestellt, so Surt, den Feuerdämon und den Ihr Drachen. Hättet Rudolf sehen müssen, hat die Welt in Brand gesteckt. Ach, mit einer Begeisterung. Das war schön. Nee, aber es war tatsächlich, das ist ja bei mir in den letzten zwei Jahren oder eigentlich in den letzten Jahren immer wieder stark aufgetaucht, ein gewisses Verständnis für den eher zerstörerischen Aspekt des Lebens des Universums oder der Existenz oder der Nicht-Existenz eben, so die Rolle, die Dunkelheit manchmal spielt und ein gewisses Verständnis für die Notwendigkeit von Tod und Wiedergeburt und da fand ich eben auch in dem Kontext, vielleicht gehen wir später noch drauf ein oder jetzt eben auch im Film jetzt Marvels Thor Ragnarök, der mich dann doch wieder sehr erinnert hat in seiner Symbolik und in seiner Darstellung. Achtung, Spoiler-Alarm, am Ende wird Asgard zerstört vom Feuerdämon Surt und das ist aber gleichzeitig die Rettung von Thor und den Göttern und der Bevölkerung Asgards, die durch die Zerstörung gerettet werden, auf eine sehr quasi paradoxe Art und Weise. Ja, ich glaube, es ist der zerstörerische Aspekt Shivas, den du ja in den letzten Jahren sehr erforscht hast, der sehr undankbar ist und gleichzeitig aber auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, bereichernd in gewisser Weise. Also das war für mich spannend, das Spannende in dieser Aufstellungsarbeit. Ich habe mich total missverstanden gefühlt und eben so diese total undankbare Rolle zu haben, da jetzt den Weltenbaum in Brand zu setzen und alles zu vernichten sozusagen. Ich bin dann tatsächlich am Ende, nach der Wiedergeburt und so weiter, habe ich so eine Rolle am Rande eingenommen. Und mir ist klar geworden in meiner Funktion, dass ich tatsächlich notwendig bin. Also wenn ich nicht da wäre, ich bin wirklich so vor der Tür gesessen. Also hinter uns war so eine Terrassentür nach draußen in die Kälte. Und ich habe vor dieser Terrassentür Platz genommen und habe quasi symbolisch ein Tor beschützt. Und ich wusste, das, was wenn ich nicht da wäre, würde niemand vor diesem Tor sitzen. Und dann wird tatsächlich etwas kommen, was so jenseits von Gut und Böse ist, dass da die ganzen Götter und inklusive mir keinen Leibwall mehr hätten sozusagen. Also ich habe schon in meiner Rolle, in dem ich etwas zerstöre und es aber dadurch neu geboren werden kann und etwas Neues, etwas Schöneres, etwas Verfeinertes entsteht, in dem ich war quasi Teil der Schöpfung sozusagen. Und wenn es mich nicht geben würde, wird irgendwas eskalieren irgendwann und dann wird irgendwann wirklich so ratzfatz. Komplette Tabula rasa. Genau. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht abstrakt, aber für mich war das so, diese Rolle von der Schattenseite oder wie auch immer der Zerstörung Shivas und so weiter eben nachzuvollziehen, war echt faszinierend. Und die undankbare Rolle, die das manchmal mit sich bringt. Mhm. Ich glaube, man kann es tatsächlich nur verstehen, wenn man es erlebt, wenn man es spielt oder im Spiel dabei ist. Mhm. Sonst ist es sehr schwer, nachzuvollziehen. Aber das fand ich im Film Thor gut dargestellt, wie der Feuerdämon und alle versuchen, ihn zu verhindern, dass er kommt, weil er der Weltuntergang. Und am Ende durch dieses Ganze, er kommt dann natürlich trotzdem und dann taucht er auf und dann ist sein Auftauchen und seine Zerstörung natürlich mit einer gewissen Tragik verbunden und mit einer gewissen Trauer, dass jetzt Asgard zu Ende ist, aber dass dadurch quasi die Wiedergeburt möglich ist und er seine Erfüllung findet, seine Zerstörungswut auslebt, aber dadurch eigentlich was Gutes tut und schafft. Mhm. Das war irgendwie so diese Symbolik in dem. Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ja, genau. Mhm. So habe ich mich gefühlt damals tatsächlich. Ja. Ja, für mich war das ganze Wochenende insofern spannend, dass ich in jedem Spiel, das wir gehabt haben, die Rolle übernommen habe, vor der ich am meisten Angst gehabt habe. Mhm. Und der Fenriswolf ist so etwas, das ich in unserer Gruppe übernommen habe, ein Aspekt, der mir immer total Angst gemacht hat. Mhm. Und das war auch eine total wichtige und gute Erfahrung. Mhm.
Noch dieses komplette Zerbeißen, animalische Wut und ohne zu werten. Ja. War spannende, ganz wichtige Erfahrung. Ich muss sie nicht unbedingt wieder machen, da muss ich sagen. Aber es war eine spannende Erfahrung für dich, danke Wien. Ja. Und dann haben wir uns ganz stark mit unserem Kanal schon beschäftigt. Ja, das wir haben ja, sein. Wir haben ja Wochen zugebracht damit, bevor wir die erste Sendung überhaupt aufgenommen haben, wie wir das angehen, die Balance zu finden zwischen ja, Unterhaltungswert, Informationsvermittlung, Seriosität. Ja, für mich war das echt das Schwierigste, wie können wir das, was wir uns beide rüberbringen, also das, was wir, das, wofür wir stehen. Also das, wenn da mein Name davor steht, dann will ich dazu stehen können. Und da war es schon irgendwie so ein schmaler Grat, weil YouTube hat natürlich gewisse Anforderungen oder YouTube hat halt ein paar Spielregeln, die halt so sind. Sowohl die Vorgaben von YouTube einerseits, was man machen darf, was man nicht machen darf, andererseits auch schlicht einfach die Community, die sich bestimmte Dinge erwartet und manche Dinge funktionieren auf YouTube einfach nicht. Und da mal herauszufinden, was ist denn das? Jetzt sitzt man zum ersten Mal, vor allem ich, zum ersten Mal vor einer Kamera. Jetzt habe ich so schon ein bisschen Schwierigkeiten, überhaupt in ein Mikrofon reinzureden. Das war für mich schon eine Überwindung. Und dann vor die Kamera zu treten und mich zu zeigen, das war schon schwierig. Und da dann eben so diese Mischung zu finden, dass wir dazu stehen können, aber dass die Leute uns folgen können, glaube ich, oder dass wir vermitteln können in 10 Minuten, in 20 Minuten, in 30 Minuten, was wir sagen wollen. Ja, es war ganz viel Vorarbeit. Ich denke, bis wir überhaupt auf den Namen Reicher und Stark gekommen sind, Wochen gedauert. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, die Gespräche, es hat, glaube ich, ein ganzes Wochenende gedauert, bis wir auf unseren Einstiegssatz Mysterien, Mindfuck und Magie gekommen sind. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Zettel wir vollgeschrieben haben. Bis 4 in der Früh oder so. Ja, aber ich bin so glücklich damit. Es hat sich gelohnt. Ja, definitiv. Also zumindest. Ja, da ist viel Arbeit drinnen. Und der Start war dann total positiv. Ich war extrem überrascht von den vielen schönen Kommentaren und auch so im Freundeskreis, dass, wie gut das ankommen ist. Ja, ich fand's ja lustig, dass die Leute, die uns da, mit denen wir da zusammengearbeitet haben am Anfang, Freunde, die uns auf die Idee gebracht haben, macht so einen YouTube-Kanal und so weiter, die haben ja dann teilweise Wetten abgeschlossen und so, wie viele Abonnenten, wie viele Zuschauer werden wir in den ersten Wochen und Monaten kriegen. Und da waren sehr großzügige Schätzungen dabei und sehr, naja, eher bescheidene, sag ich mal. Und irgendwie haben wir alle dann doch deutlich übertroffen, zu unserer eigenen Überraschung auch. Ja. Ja, und was mich persönlich am meisten überrascht hat, war, dass die Länge unserer Videos so gut ankommt. Es gibt schon hin und wieder Stimmen, die sagen, es ist mir zu lang, schaue ich mir nicht an, aber ja, gut, ganz, das ist dann, wenn man so Dinge, eine ganz liebe Freundin von uns, aber eine relativ junge Studentin, die gesagt hat, sie schaut sich keine YouTube-Videos an, die länger als 5 Minuten dauern. Das ist dann halt so irgendwie schade, aber legitimer Ansatz. Aber in 5 Minuten kriege ich das einfach nicht zusammen. Ich weiß noch, wir haben versucht, das erste Video, das weit über 20 Minuten dauert, dass wir das in 7 Minuten hinkriegen. Das hat nicht funktioniert. Und irgendwann haben wir gesagt, ist jetzt egal, wir machen das einfach. Und das Schöne ist, dass viele von euch uns immer wieder sagen, so bitte macht's längere Videos. Also schön. Für manche ist es dann genau richtig und manche würden gern kürzer. Ja, keine Ahnung, vielleicht habt ihr, wie geht's euch? Könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wie längere Videos oder würde es euch irgendwie besser gefallen, wenn wir die Videos oder die Podcasts stückeln, dass wir so zweimal die Woche ein halbstündiges Format machen oder wie auch immer, keine Ahnung. Wir sind noch, dass wir immer noch am Herumdüfteln und am Optimieren. Ja, ja, oder wollt ihr mehr Podcasts, wollt ihr mehr Videos? Passt die Mischung? Also bitte. Ja, bitte Feedback. Freuen wir uns sehr. Ja. Was war noch? Cambo habe ich kennengelernt. Du hast es schon gekannt, aber jetzt hast du es richtig kennengelernt. Ja, ich kenne es, glaube ich, seit 2011, seit 2012 aus Südengland. Aus einer sehr verrückten Woche, über die ich nicht sprechen werde. Das nächste Schweigen. Und
Aber ja, da habe ich unter anderem Cambo kennengelernt, allerdings auf eine sehr harmlose Art. Das war also dieses Froschgift, wir haben so eine eigene Sendung dazu gemacht. Bei Whisky und Wünsche, glaube ich, erzählen wir es, oder? Im Podcast. Ich glaube, ja. Mhm. Wir werden es verlinken, auf jeden Fall. Da geht dann immer oben im Bild geht dann so ein grauer Balken an, da poppt dann kurz so ein Link auf, da müsst ihr dann draufklicken, wenn es euch interessiert. Jedenfalls, das ist halt so ein brasilianischer oder so ein Froschgift aus Südamerika. Ja. Das in die Haut, also es wird eine Wunde in die Haut gebrannt, dass so die Haut abgeschabt wird. Die oberste Hautschicht wird punktuell weggebrannt. Ja, ich glaube, bei uns war es ein bisschen mehr als die oberste Hautschicht. Aber jedenfalls wird dann dieses Froschgift aufgetragen und dann kriegt man die schlimmsten Zustände. Man muss dazu sagen, es ist nicht halluzinogen. Ja, schön wär's. Nein, wirklich, es war einfach nur Übelkeit, Hitze, Wallungen, Schweißausbrüche, Kreislauf, Speiben, viel Kotzen, sehr, sehr viel Kotzen. Und körperliche Reinigung, negative Energie, die rausgeht. Ja, 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 ja. Definitiv ein spannendes und super Boost fürs Immunsystem. Das vor allem, also es reinputzt, also es brennt dir buchstäblich das Immunsystem durch. Und auch so deine anderen Ebenen. Aber ich fand es, also dieses Jahr habe ich es eben zweimal mir so richtig gegeben und ich hadere mit einem dritten Mal. Es war wirklich nicht. Also es war notwendig und richtig, dass ich es gemacht habe und wichtig, dass ich es gemacht habe, aber scheiße, ich glaube, das reicht erstmal. Weil es ist interessant, dass wir da so gegenteilige Erfahrungen haben. Gell? Also Rudolf erlebt es da als so negativ. Ich habe es zwar schon als intensiv, aber als total positiv erlebt. Ich finde es auch sehr schön in dem ganzen Kontext, dass dem Frosch nichts passiert bei der Gewinnung des Giftes. Mhm. Das Phyllomedusa bicolor, dieser Cambo-Frosch, das wird geerntet und er wird dann wieder freigelassen. So. Und es ist zwar unangenehm für ihn, aber es passiert ihm nichts. Das finde ich schon einmal total schön. Und auch die Visionen, die es mir beschert hat, die Erkenntnisse. Mhm. Und so und gerade das dritte Mal, also es ist so, kann man sagen, so ein Zyklus, so wie ich das verstanden habe, so ein Dreierzyklus. Das war so harmlos und schön und erleichternd. Aber ja, wir erleben das teilweise total unterschiedlich. Also ich erinnere mich jetzt da an Sananga. Auch eine Medizin aus dem Regenwald. Das sind Augentropfen. Bist du deppert. Die auch im Rahmen eines Jagdzaubers teilweise verwendet werden, die auch negative Energie aus den Augen bringen und die okay, genau, auch so rein von der rein pharmazeutischen Zusammensetzung, glaube ich. Also gibt es jetzt viele Untersuchungen, dass man das pharmazeutisch nutzen kann, weil es halt extrem viel Alkaloide enthält, die scheinbar für das Augenlicht oder die Augengesundheit. Ja, total gut. Ja, und auch normal, sage ich. Die Sicht verbessern, die Kontraste, die Farben und alles oder generell bei Augenproblemen halt helfen. Und im schamanischen Kontext eben unter anderem auch als eine Art, also für Visionen, also im Sinn von Klarheit, klare Sicht, Jagdzauber, einfach bessere Kontrastwahrnehmung bis hin eben zu Fernwahrnehmung stärken und Einsichten und so weiter. Und das heißt halt auch, ja, das Zeug brennt in den Augen. Ja, ich habe es bestellt und es hat mich halt einfach mal interessiert, das auszuprobieren. Wir haben das in einem schamanischen Ritual dann ausprobiert. Ich bin am Boden gelegen und es heißt so mit der Pipette so ein Tropfen in jedes Auge. Und ich war schon auf was weiß ich was gefasst. Oh mein Gott, das wird jetzt schlimme Schmerzen verursachen. Ja, das hat maximal 20 Sekunden leicht gebrannt. So am Anfang mal kurz, oh, ja, na gut, okay. 20 Sekunden war es vorbei, okay, das war's schon wieder. Und eigentlich total angenehm, passt und so. Und wirklich auch das Gefühl gehabt, hinterher die Augen sind viel klarer, der Blick ist feiner und so. Ja gut, das ist komplett harmlos. Rudolf, freu dich drauf. Das ist eigentlich total schön. Also mir hat es wirklich taugt. Ja, ich habe Bernhard vertraut. bist du deppert. Das waren die schlimmsten, ich habe ja schon viel, das waren die mit Abstand schlimmsten Schmerzen meines Lebens. Es gibt bisher nichts Vergleichbares. Wurzelbehandlung. Nein, vergiss es. Wirklich nicht. Haarwurzelbehandlung, Behandlung ist noch anders. Aber nein, also ich bin wirklich irgendwann da gelegen und ich hatte wirklich, also ernsthaft Angst, mein Augenlicht zu verlieren in dem Moment. Das war so, als hätte man mir Salzsäure in die Augen getroffen und es ging nicht weg und es ging nicht weg und es ging nicht weg.
habe ich geschrien vor Schmerzen. Gekreischt hast du. Ja. Also. Bist du deppert. Das war echt, und es ging also minutenlang. Aber jetzt muss man dazu sagen, ich weiß, ich habe mit meinen Augen so diverse Schwierigkeiten. Und aber das ist absurd. Ich meine, es ist ja auch ein Ding, dass man in diesem Kontext den Schmerz loslassen sozusagen, und in dem Kontext, weil man mit so einem heftigen Schmerz konfrontiert wird, hat man gleichzeitig eine so absurde Klarheit, dass man Dinge einfach, dass man so im Körper drinnen ist und alles andere weg ist, außer dieser wahnsinnigen Schmerz. Und hinter dem Schmerz waren tatsächlich einige sehr, sehr spannende Einsichten für mich. Ich würde es nur nie wieder tun. Sicher nicht. Ich habe es die nächsten Tage einfach mir selber immer wieder eingetropft. Ja, und das war unserem Schamanen, der uns mit uns diese Kambo-Zeremonien macht, das dann ja auch gegeben. Der war so ein bisschen ein Mittelding aus uns beiden. Mhm. Ja, also er hat es nicht ganz so leicht gehabt wie du, aber er hat es bei weitem nicht so schlimm gehabt. Na, sicher nicht. Ja, es klingt exotisch, es ist ein schamanisches Medikament, ich muss es ausprobieren. Medikament unter Anführungszeichen. Ja, genau. Ja. Ja, und dann auch spannend, ich muss es ausprobieren, ich lerne einfach gern was Neues, und ich habe heuer im Frühjahr beim Spaziergang zu dir gesagt, ich habe das Gefühl, es steht was an, dass ich was Neues lerne. Irgendeine neue Methode, Technik oder irgendwas oder was trainiere, irgendwas Neues, keine Ahnung. Ich glaube, es hat keine 2 Monate gedauert, bis aus heiterstem Himmel die Remote-Viewing-Ausbildung da war. Ja. Die eine der absoluten Highlights dieses Jahres war. Definitiv, ja. Nochmal danke an Benny und Wingman. Ja. Wir verlinken auch die Sendung mit den beiden wieder. Also, war definitiv ein sehr einschneidendes Erlebnis in dem Jahr. Ja. Also für mich, ich bin so dankbar dafür. Jetzt nach einigen Jahren, wo ich das immer so, ja, sehr amateurhaft ausprobiert habe, jetzt wirklich profund zu lernen und zu trainieren. Ja, vor allem dann auch das, was sich daraus entwickelt hat, daneben, also dieses Großprojekt, über das wir auf CropFM eine neue Zukunft sehen, die Sendung werden wir auch verlinken, wie so alles, worüber wir jetzt sprechen werden, wenn wir irgendwie verlinken. Ja, ich kann nur 5 Links insgesamt einblenden. Dann müssen wir es in die Videobeschreibung Genau, in den Shownotes unten ist es. Keine Ahnung. Aber ja, die Sendung, also war ja dann für mich eines der Highlights in dem Jahr. Also einfach mal unser Riesenforschungsprojekt mit den beiden zu verbinden, mit den beiden Remote Viewern, und das dann irgendwie zu so einem ersten Abschluss zu bringen nach vielen Jahren von mühsamer Forschung. Ja, wir haben direkt nach der Sendung sind wir noch was essen gegangen und haben beide das Gefühl gehabt, es fühlt sich jetzt an wie die Magisterarbeit abgegeben. Ja, irgendwie so. Also so, jetzt ist so ein bisschen auch mal wieder gut. Ja, so der Schlussstrich. Man muss ja dazu sagen, wir waren 2-mal auf CropFM in diesem Jahr. Stimmt, ja. Im Frühling, wo wir Reicher und Stark vorgestellt haben. Und parallel das Interview mit Jeffrey Krappel hatten da. Ja, das war sowieso eine der schönsten Überraschungen für mich, dass wir mit einem unserer absoluten Lieblingsautoren auf dem Gebiet direkt plaudern konnten. Also ich habe die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass wir es noch Anfang Februar nach Zürich schaffen. Ja, ja. Hat uns eingeladen. Am Junginstitut in Zürich. Mal schauen. Wir haben schon einen Freund, der uns den Schlafplatz anbietet. Mal schauen, wie man das alles. Ja, ich habe auf der Homepage vom Junginstitut geschaut und da habe ich es nicht gefunden. Doch, du hast es gefunden. Okay. Ja, dann. Es ist ein Vortrag, den er hält. Ja. Mhm. Okay. Ja, also das war für mich wirklich sehr, sehr kostbar. Der Gedankenaustausch mit Jeff Kreipel. Und wir den folgenden persönlich. Ja, das sowieso. Natürlich. Personen. Natürlich, ja. Und das auf CropFM und so weiter. Ich finde es auch total schön, wie sich die Community von CropFM mit Reicher und Stark verbindet. Und umgekehrt. Und das ist total fein. Ja. Und du warst in Amsterdam. Auch, ja. Begeisterung klingt anders. Ja, ich hader immer noch mit dieser Stadt. Amsterdam im Sommer ist offenbar nicht meins. Oder Amsterdam ist nicht mehr meins, ich weiß es nicht. Aber Amsterdam ist ja generell in meinem Leben eine der einschneidendsten Städte. Aus vielen Gründen. Ich habe von einer, war es die zweite Sendung? Zeitschleifen? Bewusstseinsreisen. Sendung 2. Also mit Amsterdam verbinden mich viele, viele sehr strange Erlebnisse. Und das liegt nicht an irgendwelchen Substanzen.
sondern tatsächlich an Amsterdam. Ja, ich habe es irgendwie immer noch nicht ganz verdaut. Vielleicht werde ich in den nächsten Monaten noch einmal spontan nach Amsterdam fliegen, um es mir mit ihr mit der Stadt auszumachen. Wer gewinnt? Oh. Ihr habt es zuerst gehört. Lost in Amsterdam. Bam, bam, bam. Nein, aber es war wirklich, ich kann es nicht beschreiben, so eine strange Stimmung, so eine eigenartige, boah, ich kann es nicht sagen. Ich liege mit der Stadt momentan ein bisschen auf Kriegsfuß, aber deswegen, vielleicht versöhne ich mich mit ihr in den nächsten Monaten, mal schauen. Ja. Für mich ist kreativ auch viel passiert. Ich habe eine Kurzgeschichte veröffentlicht. Ja, im IF-Magazin, einem Fantastik-Magazin auch. So Fantastik-Horror. Genau, also es sind, jede Ausgabe steht unter einem bestimmten Motto oder einem Genre. Und diese Ausgabe, die Nummer 666, war Horror-Ausgabe. Und da habe ich Kurzgeschichte veröffentlicht. Das war sehr schön, war total gute Erfahrung für mich. Auch super illustriert von Erik Andara. Danke, Erik. Ja, und danke, Tobias, für die Herausgabe. War wirklich total schön. Und Neues für mich, also das war ja, du hast ja durchaus so eine, ich sage jetzt mal, Schreibblockade gehabt, so wie ich dich beobachtet habe die letzten Monate, also die, in der Zeit vor dieser Geschichte, wo du irgendwie so das Gefühl hattest, du möchtest mal wieder was Eigenes schreiben. Du möchtest keine Fachartikel schreiben oder so oder irgendwas übersetzen, sondern du würdest dir einfach gerne mal wieder hinsetzen und so eine eigene Geschichte was schreiben. Und irgendwie, du hast also ein paar Ideen gehabt, aber es war so ein bisschen Sand im Getriebe, sozusagen, und irgendwie ging es dann. Ja, und das Schöne war, dass es wirklich die Geschichte war, deren Titel ich schon seit 3 Jahren im Kopf habe, und die ist dadurch jetzt entstanden, die Entweihung, schöne Weird-Fiction-Geschichte. Die ich immer noch nicht gelesen habe, muss ich dazu sagen. Da hört's aus. Ja, ich kann nicht alles lesen. Ja, aber ich werde sie definitiv lesen. Und ja, im Sommer habe ich auch begonnen, neue sehr Miniaturen zu schreiben, so ganz kurze Geschichten auf Englisch. Da wird ein eigenes Projekt noch entstehen. Also da auch neuer kreativer Schub im Sommer, war auch total spannend. Ja, Weird Fiction, das nehmen wir gleich mal so die Highlights dieses Jahres, so beim Lesen. Also für mich im Weird Fiction Bereich war es auf alle Fälle The Fisherman von John Langan. Also ein stilistisch dermaßen brillantes Buch und Bilder, die ich bis heute nicht aus dem Kopf kriege. Ist das was Gutes? Oder? Ja, das ist was total Gutes. Okay. Wirklich große Empfehlung. Sehr großer Name auch in der Weird-Fiction-Szene. Er ist ein guter Freund von Laird Barron. Und ja, The Fisherman hat mich wirklich sehr, sehr berührt und so. Also sehr magische Geschichte auch. Ja, sonst habe ich hauptsächlich Fachliteratur gelesen heuer. Hast du da irgendwie so ein Lieblings- oder Lieblings- so ein Werk, das da für dich heraussticht? So wie zum Beispiel The Supernatural von Crichton letztes Jahr. Ja, Starships von Gordon White. Okay. Eindeutig, ja. Also so ein... Und ein Prehistory of the Spirits? Ein Prehistory of the Spirits, ja. Dermaßen brillant. Er erklärt die Widersprüchlichkeiten in der Frühgeschichte. Und zwar nicht auf eine materialistische Art und Weise, wie es die Ancient Aliens Theorie macht, sondern auf magische Weise. Also er geht im Prinzip von einem Spirit-Kontakt in der Frühgeschichte der Menschheit aus. Ja, und geht halt in die Vergangenheit, Göbekli Tepe in der Türkei, und das ist ja... Noch bei Ozeanien und was weiß ich. Es ist so, der Typ ist so gescheit. Es ist beängstigend. Ja, ist definitiv einer der größten Magier unserer Zeit, muss ich fairerweise sagen. Ja. Ja. Also fairerweise. Und er ist jünger als wir, das ist so eine Frechheit. Nee, aber er ist wirklich brillant. Ich stehe auf ihn. Ja. Gordon White, Rune Soup, Riesenempfehlung. Extrem cooler Typ. Brillant. Ja. 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 Und Joshua Cutchin, A Trojan Feast. Ja, das stimmt. Ja. Das war auch ist ein... Immer wieder bei Where Did the Road Go? Auch spannender, hochspannender, genialer Podcast. Zu Gast, auch englischsprachig halt. Es gibt halt so vieles im englischsprachigen Bereich und im deutschsprachigen so wenig. Wirklich Gutes, meiner Meinung nach. Aber Joshua Cutchin eben, cooles Buch geschrieben zur Frage. Also er hat halt so untersucht, so die Nahrungsaufnahme im Kontakt mit Elfen sozusagen, mit Sasquatch, Bigfoot-Phänomen, Alien-Entführungen, also
welche Rolle spielt Nahrung in dem Kontext? Und versucht dass sie das nämlich so gut wie immer auftaucht und bisher hat das noch keiner behandelt. Mhm. Ein geniales Buch, wirklich sehr empfehlenswert. In der Sendung mit Betsy Pool sprechen wir kurz darüber. Da seht ihr auch so eine, genau. Also eine Begegnung mit irgendwelchen Wesenheiten, potenziell über außerirdischen, was auch immer, keine Ahnung. Und da hat sie auch eben so einen Kontakt mit Nahrungsmitteln, mit so einem bestimmten grünes Jelly. Ein grünes Ding, das dann mit dem Essen, mit der Aufnahme des Ding, wird dieser Kontakt quasi beendet und abgebrochen. Und das ist eben genau auch so ein Muster, das immer wieder auftaucht. Mhm. Und das fand ich sehr spannend in dem Kontext. Und toll, dass sich jemand mal diesem Thema widmet in so einer in so einem Detailreichtum. Ja, voll. Ja, ansonsten im fiktionalen Bereich noch die Lovecraft Code von Peter Levender. Mhm. Habe ich sehr gern gelesen. Mhm. War wirklich einmal ein origineller Zugang. Mhm. Herr Levender ist ja sowieso eine spannende Figur. Wir werden vielleicht ein bisschen später noch auf ihn eingehen. Ja. Der ist ja auch mit diesem Tom DeLonge Secret Machines Projekt verhandelt. Ja, so diese potenzielle Disclosure, Schrägstrich, wir bauen uns jetzt Raumschiffe, weil wir mit der Regierung zusammen. Wir werden später drauf. Ja, Levender ist ja für mich der spannendste Typ eigentlich in der ganzen Partie. Ja, das ist der einzig spannende. Ist das mal so? Nein, stimmt nicht. Das war Heilbutter? Nein, war Heilbutter? Na, Valet hat der Vorwort auch geschrieben und so. Irgendeiner von denen, der auch bei den Remote View und glaube ich dabei war. Bei der Begründung. Ja, ist der auch ist dabei? Der irgendwie involviert. Du, Stars Academy, ja. Naja, okay. Ich weiß nicht, ob es Helputov war. Nein, nicht Helputov. Ich muss nochmal. Ist ja auch egal. Das wird uns wieder einfallen. Hm. Hoffentlich, sonst ist es auch scheißegal. Hm. So wichtig ist es meiner Meinung nach. Ja. Und ganz faszinierend habe ich auch die Blackwater Lights Trilogie gefunden von Michael M. Hughes. Mhm. Der ja Schriftsteller. Auch immer wieder Gast bei Where the Road Goes. Genau, genau. Und Schriftsteller und Magier und der Rohexperte. Und über ihn haben wir ja auch eine Sendung gemacht, beziehungsweise über sein Projekt, das Binding Ritual gegen Donald Trump. Mhm. Und die ganzen Konflikte, die dann drumherum aufgepoppt sind, die ja noch weiter eskaliert sind in den letzten Monaten. Und ja, also das war für mich so das absurde Highlight des Jahres 2017. Definitiv, ja. Du hast ja echt geschafft, die eine Sendung der Gegenbewegung. Also der in voller für Länge. Trump gegen die Trump-Hexen, Kommunisten, Nazi-Hexen, weiß ich nicht, ja, also Satanisten-Hexen. Ja. Also diese Abspaltung vom Golden Dawn und Hexe, die... Zwei seltsame Menschen. Ja, eines der letzten Videos, wo sie quasi so eine Art Hexenjagd gegen ihn starten, im Sinn von... Also absurde, er ist ein, also wirklich, also so was Absurdes und Schlechtes habe ich selten erlebt, so im Sinn von eine wahnwitzige Ableitung von, weil beim Ritual gegen Trump wird eine orange Kerze verwendet und orange ist ja das Symbol von George Soros und George Soros ist ja der Oberkommunist, der die Welt beherrschen will und orange ist die Farbe von George Soros und deswegen ist Michael Hughes, weil er eine orange Kerze verwendet, so der beste Haberer von George Soros und so. Und so völlig, also abstruseste Verschwörungstheorien. Und schwarzkleiden darf man sich natürlich gar nicht. Jeder, der sich schwarzkleidet, ist ein böser Satanist. Und ja, es ist aber einfach... Das wobei er neben ihr steht im schwarzen Anzug. Ah, ja. Also ich kann die Absurdität gar nicht wiedergeben. Ich muss jetzt irgendwie daher stammeln, weil ich bin immer noch... Fertig. Ich habe dich echt bewundert dafür, dass du das ganze Video, das dauert ja fast eine Stunde, dass du das echt geschafft hast, durchzuschauen. Ja, es war Kabarett auf eine sehr absurde Art und Weise. Waren deine Lieblingsbücher heuer? Puh, gute Frage. Ein Buch, das habe ich schon in einer der letzten Sendungen erwähnt, dieses A.O. Neuron von so ein vergriffenes, nicht wirklich erhältliches, seltsames Buch, The Secret, nicht The Secret, Secret irgendwas, mir fällt es gar nicht ein. Das habe ich schon mal gelesen vor vielen Jahren, also vor einigen Jahren, und das hat mir heuer nochmal auf eine ganz neue Perspektive auf viele Dinge. Es ist für mich ganz persönlich ein Highlight. Das Buch, ob das jetzt gut ist oder schlecht, muss jeder für sich wissen oder beurteilen. Mich persönlich hat es unglaublich inspiriert, in ganz vielen Dingen Dinge neu zu denken. Wovon ich sehr positiv überrascht war, als auch unter Anführungszeichen Sachbuch oder Fachliteratur, Jane Roberts, Gespräche mit Seth.
dieses Channeling-Buch, das ja aus den 70er Jahren ist. Bin da bisher, es ist halt so im 70er Jahr, es ist schlecht übersetzt. Man merkt der Sprachstil aus den 70er Jahre. Auf Deutsch, es haut nicht ganz hin, aber der Inhalt ist wirklich, bin sehr positiv überrascht. Ich habe mal halt irgendein ESO-Channel-Geschwafel von Licht und Liebe erwartet, aber. Na, definitiv nicht. Das ist total psychedelisch eigentlich. Ja, hat schon sehr positiv überrascht. Fiktional. Ja, die ganzen Comics, die ich gelesen habe, ich habe zu viel, ich weiß es nicht. Die Serie, ja. Ja, und Whitley Strieber. Ja, natürlich, Whitley Strieber und Communion und Transformation und The Key fand ich nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Es war seltsam. Das war so nicht, kann ich irgendwie, damit kann ich nichts anfangen, was da drin steht. Und mit vielen. Zu viel. Einer der Film-Highlights des Jahres für mich war tatsächlich, ich weiß, da sind wir zwei wirklich völlig unterschiedlicher Meinung, Thor Ragnarök, Marvel, jetzt vor einigen Wochen. Ich bin selten so gut unterhalten worden in dem Jahr in einem Film. Es ist endlich mal Thor, die ersten zwei Thor, da vorhin der zweite Teil war. Gut, wieder der Mantel des Schweigens. Ja, so wie bei der Hobbit 3, den es nie gegeben hat. Der Film, über den nicht gesprochen wird. Und ja, nee, aber Thor 3, Thor Ragnarök hat mir wirklich gut gefallen. Einer der besten Marvel-Filme. Also knapp hinter Guardians of the Galaxy, so definitiv so. Eines meiner absoluten Highlights der letzten Jahre. Ich habe auch einen anderen Anspruch, wenn ich ins Kino gehe. Ich will einfach wirklich gut unterhalten werden und das schaffen die wenigsten Filme. Der hat es geschafft. Und hat mich tatsächlich auch noch auf spiritueller, magischer Ebene, ebenso die, was wir am Anfang gesprochen haben, der Ragnarök, die Surt, die Rolle. Es war einfach so schön, es war so eine Rückerinnerung an dieses, an diese Aufstellungs. Hat fast eine Klammer gebildet von Anfang und Ende des Jahres. Genau. Ja. Und hat noch in einem anderen Kontext eine große Rolle gespielt, der Film. Ja. Für mich war es, glaube ich, Blade Runner 2049. Ja, das Film-Highlight. Also so wunderschöne, umwerfende Bilder, die Stimmung, die Musik. Also echt meiner Meinung nach eine würdige Fortsetzung von Blade Runner und ein Meisterwerk, ein filmisches. Ich bin gespannt, ja. Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Logan war auch wunderschön. Ja, Logan war gut, also hat mir sehr gut gefallen, hat mir aber nicht so gut unterhalten. Also das ist wie Thor Ragnarök. Filmisch hervorragend, so auch wie Dunkirk, der kriegt diese Kriegs... Dunkirk war grandios. Filmisch ein Wahnsinn, unglaublich, aber er hat mir nicht gut unterhalten. Ja. Für mich kann ist die Qualität. Unterhaltung in... Also ich ziehe Unterhaltung auch aus dieser Meisterschaft im Filmischen. Und das kann ich schon sehen und das hat natürlich eine eigene Qualität und vor allem sogar die Lautstärke. Also das ist wirklich mal Krieg live von der Leute. Also nicht so, oh, es wird geschossen, sondern dir tun die Ohren nach zwei Minuten weh, weil du es auch überhaupt nicht gewohnt bist, im Kino diese Lautstärke zu erleben. Das ist so dreimal drüber. Das Aber für mich ist im Prinzip jeder Film von Christopher Nolan, der berührt mich dermaßen. Es braucht immer ein bisschen, weil er sehr verkopft ist als Regisseur. Und es braucht immer nach dem Ende des Films ein paar Stunden oder ein, zwei Tage, bis die Emotion nachkommt, aber dafür kommt die dann mit einer umso größeren Wucht. Dunkirk hat mich ziemlich weggeblasen, ja. Aber ich glaube so Blade Runner 2049 war so mein Highlight. Ich mag solche Reihungen eigentlich nicht, aber ja, genau, aber das war schon... Mein größter Flop war ja Valerian, dieser Science-Fiction-Film. Ich weiß, da bin ich mit Doc Nachtsturm, Walter Doc Nachtsturm und dir... Also da sind wir genau konträr. Ich hab der war für mich einfach schöne Unterhaltung. Ja, da habe ich nichts und erwartet. Der war einfach super lustig. Ich bin mit meiner Freundin reingegangen und wir sind buchstäblich aus den Kotzgeräuschen nicht mehr rausgekommen. Einige als Science-Fiction-Film in der ersten Hälfte, einige brillante Ideen, dieser Markt, dieses Holok in der anderen Dimension und so. Geile Ideen, so die erste Hälfte, aber ansonsten war der Film... das war so der Flop der letzten 5 Jahre im Kino für mich. Ja. Der war für mich so die beste Unterhaltung einfach. Optisch ohne irgendwelche Ansprüche, echt schöne, gute Unterhaltung. Ja. Und so. Und Serien? Was war so deine Lieblingsserie? Definitiv Legion. Ja. Legion. Und Rick and Morty, aber das ist, ja. Rick and Morty und Legion. Verstehe ich. Auf eine sehr ähnliche und komplett andere Art und Weise so Mindfuck Galore. Ja. Weil Westworld kam ja letztes Jahr schon raus. Das war schon 2016. American Gods war natürlich auch
unglaublich gut, aber nicht, also für mich, für mich ist halt oft der Maßstab, was macht es mit mir? Es gibt viele Filme, Serien, die qualitativ gut sind, die eine tolle Story erzählen, aber die mich persönlich nicht so berühren. Ja. Mr. Robot, auch so die erste Staffel letztes Jahr, natürlich. Jetzt heuer die dritte Staffel. Also deutlich besser noch als die zweite, finde ich. Bin ja noch mitten in der zweiten Staffel. Alles gut, aber was mich persönlich so inspiriert oder berührt, war dieses Jahr definitiv Legion und ja, Rick and Morty war nochmal ganz anders. Mhm. Bei dir war es? Twin Peaks, eindeutig. Ja. Mhm. Ja, auch genauso, weil es mich so dermaßen gepackt hat. Ich habe es noch immer nicht verarbeitet, das Ende. Es ist so. Ich stecke noch auch. Ich habe ja die Eigenheit, dass ich mir Staffeln oder dass ich mir mitten in einem Buch aufhören kann und 3 Jahre später damit weitermache. Ich verstehe das nicht, wie das geht. Ich weiß auch nicht. Ja. Wir haben ja mit das Jahr eigentlich auch mit einem Twin Peaks Marathon. Ich kannte Twin Peaks nicht. Natürlich vom Namen. Aber wir haben dann so die ersten 2 Staffeln binge gewatcht. 2 Wochen durchgehend. Als Einstimmung auf die. Damit ich mich dann auf die dritte, damit ich dann mit der dritten Staffel anfangen kann, wenn sie dann im Sommer rauskommt. Und ja, so die ersten 10 Folgen habe ich bis jetzt gesehen. Mhm. Und ja, irgendwie war nach der Atomexplosion irgendwie so mal erstmal, ich brauche eine Pause. Und das war's dann. Also für mich war das so das Stück Fernsehgeschichte wieder, das, an dem sich jetzt alles messen wird müssen. Okay. Unglaublich, ja. Aber natürlich, also wenn Twin Peaks nicht gewesen wäre, dann wäre es auch Legion gewesen bei mir. Mhm. Weil da der Genre-Mix auch so gut funktioniert hat. Mhm. Aber ja, Twin Peaks hat alles geschlagen. Der hat ein Massenritual veranstaltet mit dieser Serie. Ja. Und ich weiß nicht, was er damit bezweckt. Das wäre mal vielleicht ein interessantes Remote-Viewing-Tage. Das ist eine interessante Idee. Eine Deep-Mind-Probe auf David Lynch. Während der Twin Peaks geschrieben hat. Ob man das jemandem antun will. Benny, ich muss mich nur an dir rechnen. Tabu habe ich auch noch geliebt. Die Serie? Ja, eine Serie mit Tom Hardy, den ich sowieso extrem gern mag als Schauspieler. Und auch eine sehr kompromisslose, harte britische Serie. Mhm. Wirklich großartig. War schön. Ja. Ja, und spirituelle Highlights? Irgendwie gehört das ja für uns so zusammen alles. Ja, natürlich. Geschichten, natürlich. Magische Erlebnisse, Comics, Nerdkultur, das gibt's für ihn. Was waren so deine spirituellen Highlights? Da erwischt mich jetzt ein bisschen. McKenna, hast du gesagt? Ja, sowas. Natürlich. Ja. Terence McKenna. Ja, die 150 Stunden Vorträge Minimum, die ich mir in den letzten Monaten reingezogen habe. Also ja, einer der. Für mich, wenn es jetzt rein um magische, philosophische, psychedelische Sachen geht, einer der größten Köpfe unserer Zeit, meiner Meinung nach. Und der hat mich unpackbar inspiriert, in dem, wie er die Welt sieht, wie er die Realität versteht. Das Thema Zeitmagie ist ja für mich ein ganz großes, worauf er immer wieder eingeht, auch mit seiner Time Wave Zero Theorien und ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also, das ist für mich auch immer ein gutes Ding, wenn ich Dinge nicht in Worte fassen kann, dann war es so ein Highlight. Mhm. Terence McKenna definitiv und eine schamanische Reise in den letzten Monaten, wo du mich Gott sei Dank sehr gut begleitet hast. Sonst hätte ich sie, glaube ich, nicht durchgestanden. Ja. Die aber sehr schön geändert hat, dann sehr versöhnlich. Ich glaube. Ja. Ja, aber es war, irgendwann bin ich dem kosmischen Grauen begegnet, also dem absoluten, vielleicht war das, was am Anfang beim Ragnarök, wo ich gesagt habe, ich war surrt und habe diese Tür beschützt, vielleicht war ich hinter der Tür. Und das war, ja. Ich weiß nicht, du hast dann irgendwie, wie hat er geheißen, aus dem Lovecraft, was Lovecraft? Azathoth, ja. Ja, ich glaube, das könnte so ungefähr hinkommen, von dem, wie es ausgeschaut hat, von dem, wofür es gestanden hat, für dem, was es mit mir gemacht hat. Aber ja, am Ende war das, die Reise dann doch sehr versöhnlich. Und sehr inspirierend, aber... Das hat sich auf mehreren Ebenen auch abgespielt. Ja, also ich bin gleichzeitig auf 5 Ebenen gesessen mit dir. Ich bin mit dir auf der Terrasse gesessen und wir sind einfach du und ich auf der Terrasse gesessen. Und gleichzeitig waren
Eine Ebene drüber ist so, sind so Archetypen von dir und mir da gesessen in einem heiligen Tempelraum. Und eine Ebene drüber waren so die Meta-Archetypen, die den kleinen Archetypen zugeschaut haben, wie sie im Tempel sitzen, wie sie nach unten schauen und uns zuschauen, während wir auf der Terrasse sitzen. Und so ein verschachteltes Fraktal an. Ja, hochspannend, einer der heftigsten schamanischen Erlebnisse der letzten Jahre für mich. Der prägendsten, einschneidendsten. Jo. All in a day's work. Yeah. Ja, bei dir so. Wenn wir schon dabei sind. Ja. Hattest du sowas? Bei mir war, glaube ich, die wichtigste und gleichzeitig schönste und größte spirituelle Erfahrung in dem Jahr die Bewusstseinsreise, die ich auch in Folge 2 erzähle, wo ich HoloSync 3D. Genau, mit HoloSync 3D, mit der Technik, wo ich der Geburt meines Bewusstseins beigewohnt habe. Mhm. Also das war so unbeschreiblich schön, mystisch, überweltlich und gleichzeitig das Tiefinnerste überhaupt und so. Das, also ich sehe bis heute davon. Hm. Ja. Das definitiv. Ist ja, das finde ich auch spannend, dass ja generell, was mir in den letzten Monaten sehr auffällt, wenn wir jetzt schon davon reden, dass viele unserer Erlebnisse in so Reisen sehr viel mit Multidimensionalität zu tun haben, also mit gleichzeitiger Nonlinearität von Zeit, also dieses ich bin, wo man sich selber aus drei verschiedenen Perspektiven beobachtet. So vielleicht aus der Jetztzeit, aus der Zukunft, aus der Vergangenheit und vielleicht aus einer vierten Position, wo man alle gleichzeitig wahrnimmt oder wo man, was wir sehr oft in der Zeit waren, so Träume, wo man träumt, dass einem was passiert. Das, was ich ja erlebt habe auf einer HoloSync 3D-Reise wieder, wo ich der Deus Ex Machina war, den ich ein paar Tage davor im Traum erlebt habe, auf der anderen Seite. Genau, so einen ähnlichen Traum hatte ich jetzt vor kurzem auch. Mhm. Und also dieses Phänomen fällt mir in dem letzten halben, dreiviertel Jahr sehr verstärkt auf. Also wenn ich so Jahresthemen hernehme, so ist das so in den letzten Monaten durchaus sehr markant. Das stimmt, das zieht sich durch. Ich erinnere mich gerade daran, als wir begonnen haben, unsere Methode zu entwickeln, über die wir in der Sendung mit Tarek Club-FM-Sendung eine neue Zukunft sehen. Als wir begonnen haben, diese Methode zu entwickeln, da haben wir ja uns selber ein bisschen in die Zukunft geschickt, weil wir damals noch keine Vorstellung gehabt haben, wo das hinauslaufen wird. Ja. Und weil wir es noch nicht verstehen konnten, wir haben dann versucht, tricky zu sein. Und wir haben ja Wochen herum experimentiert, wie wir unsere eigene Methode, die es noch nicht gibt, mit der Methode erforschen, indem wir in die Zukunft gehen, wenn die Methode mal fertig erforscht ist. Wie wird sie denn mal sein? Was wird man damit tun können? Und das wollen wir jetzt schon wissen, sozusagen. Genau. Wir wollten besonders klug sein und wir sind immer gegen so eine schwarze Wand gelaufen. Ja, allerdings haben wir schon ein paar Dinge zurückbringen können. Und in meinem Fall war es dieses aufgefächerte Bewusstsein. Dann waren wir besonders klug. Also wir sind die ganze Zeit an so eine schwarze Wand. Wir haben keine Information bekommen. Und dann wollten wir besonders klug sein und dann haben wir einfach quasi hinzugefügt, auf eine Art und Weise, dass wir es heute schon verstehen können. Mhm. Und damit hat es dann irgendwie so funktioniert, dass wir zwei und eine liebe Freundin von uns, die uns da damals sehr geholfen hat, haben dann einfach unmittelbar erfahren, was diese Methode auslöst in jedem von uns. Und du hast so ein aufgefächertes Bewusstsein. Und ich glaube jetzt, wenn wir darüber reden, wird es mir bewusst, dass mir auch gerade könnte damit zusammenhängen. Du hast ja quasi in 25 verschiedenen Trance-Zuständen gleichzeitig, wo die sich alle gleichzeitig beobachtet haben und wahrgenommen und haben. Und gegenseitig aufeinander eingewirkt haben. Ich war so im absoluten Zen, Frieden, Mittelpunkt des Universums und alles war gut. Ja, habe irgendwie so eine Frage gestellt und die Antwort bekommen. Und die Freundin von uns hat ja auch so eine sehr absurde Zeitschleife erlebt, wo sie sich selbst in der Kindheit beobachtet hat und erinnert hat, dass sie sich als Kind begegnet ist. Das war in dem Moment, ja, wo sie eine Erinnerung gehabt hat an dieses Kindheitserlebnis, dass da jemand war und in dem Moment jetzt hat sie realisiert, dass sie sich damals dass sie hat sich da beobachtet und genau also das war High Strangeness, ja
Ist schon zwei, drei Jahre her. Ja. Aber für mich war es dieses eben aufgefächerte Bewusstsein, habe ich es damals, glaube ich, genannt. Gell? Mhm. Das wird mir jetzt bewusst, wenn man sagt, das hat sich heuer auf alle Fälle abgezeichnet schon in solchen Erfahrungen. Und das war ja auch eine der Sachen, die ich in Amsterdam erlebt habe, dass ich quasi meine Zukunft gesehen habe, die mich so durchaus schockiert hat, dass ich sie dann vergessen habe. Und das war doch dieses Jahr sogar. Das war im Februar diesen Jahres. Das war quasi auf den Tag, das war mir damals nicht klar, das war auf den Tag genau 4 Jahre nach der damaligen Amsterdam-Reise, wo ich irgendwie so ein schockierendes Erlebnis hatte, das ich vergessen habe. Und quasi auf den Tag genau mit exakt derselben Holosync-Datei, ich habe nicht auf das Datum, ich habe einfach im Februar gedacht, so, ich lege mich jetzt hin und höre mal wieder eine Reise. Und im Nachhinein, es war derselbe Tag, plus minus ein paar Stunden, es war dieselbe Reise, wie das, was ich damals gemacht habe. Und auf der Reise bin ich mir begegnet. Ich war der Rudolf im Jahr 2017, ich war der Rudolf im Jahr 2013 in Amsterdam und ich war das Metabewusstsein, das beide beobachtet, wie sie miteinander reden. Stimmt. Auch wieder so ein aufgefächertes Bewusstsein. Das habe ich ganz vergessen, das war dieses Jahr. Mhm. Scheiße. Na doch, ja. Alter. Ich habe kein Zeitgefühl. Vor lauter Zeit. Es ist gut, dass wir mal einen Jahresrückblick machen. Bewusst machen, was wir so alles erlebt haben. Ja, Holosync 3D war neben Remote Viewing eines der größten Themen für uns, auch auf dem Kanal. Mhm. Ja, das auch hat mit die größte Resonanz auch im CropFM-Forum, im ganz viele private Anfragen auch auf Facebook. Und also vor allem viele persönliche Freunde, die mich plötzlich dann auf Facebook angeschrieben haben, hey, wie ist denn das jetzt genau? Ah, wie dieses Equipment, wo kriege ich denn, was brauche ich denn jetzt genau? Das war dann so dazu geführt, dass wir eine eigene Sendung gemacht haben, so mit Produktreview. Und das Lustige ist ja, dass inzwischen der Michael Pahl scheinbar halt auch, ich weiß nicht, ob er unsere Sendung gesehen hat oder ob es Zufall ist, hab ihn noch nicht gefragt. Aber exakt das gleiche Produkt. Aber inzwischen ist er auch auf diesen Player umgestiegen und diesen alten Holo-Visions-Player, der okay war, es gab halt nicht viel anderes, dass das konnte, aber der war halt qualitativ einfach nicht gut, aber er war halt einer der wenigen am Markt und ja, jetzt haben wir, es gibt immer einen neuen, den verkauft jetzt der Michael Pahl auch. Das war jedenfalls kurz, nachdem wir es in der Sendung besprochen haben. Find ich einfach gut, dass da jetzt einfach auch ein qualitativ hochwertigeres Produkt am Markt. Voll. Ich finde das auch total schön. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar günstiger ist. Auch. Ich glaube, der alte Holovisions-Player, weil das so ein Sondermodell war, war wahrscheinlich sogar ein bisschen, hat er nicht 200 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr genau. Keine Ahnung mehr. Ja. Aber das finde ich sowieso schön, wie diese Communities sich vernetzen und gegenseitig bereichern und inspirieren. Ich finde es ja total, für mich gehört ja zu den Highlights von unserem Kanal, was tatsächlich passiert ist, dass Freundschaften entstanden sind, dass ein Neokortex plötzlich da ist, mit dem wir eine nicht geplante Sendung gemacht haben. Und einfach mal so den Record-Button mitlaufen lassen, weil wir ein paar Tests machen wollten und dann hat sich gleich diese Sendung ergeben. Da freue ich mich schon auf alle weiteren. Und ein anderer Zuschauer, Martin, mit dem wir geredet haben, ein weiterer, der noch ansteht, und also dass da wirklich Da bin ich auch gespannt, was sich da 2018 mit beiden eigentlich ergibt. Mit Martin war es mal ein viel längeres Vorgespräch. Das hat sich noch nicht so als, ich drücke einfach den Record-Button und das ist sendungstauglich, weil man da einfach viel zu viel persönliche Sachen auch besprechen und uns mal beschnuppert haben, sozusagen. Aber da bin ich auch gespannt, was sich, also sehr spannender Typ auch, sehr gespannt, was sich da ergibt. Und ja, mit denen wir einfach noch keinen näheren Kontakt aufgenommen haben, ist gerade die letzten Monate, ich persönlich renne irgendwie so von Termin zu Termin. Nämlich gar nicht, dass ich keine Zeit, also ich hätte eigentlich total viel Zeit. Das Problem ist, dass halt viele Menschen in meinem Umfeld wenig Zeit haben oder sehr verplant sind und dann muss ich mich ein bisschen nach denen richten. Aber ja, wir haben ihn nicht vergessen. Wir melden uns. Ja. Definitiv. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch die Feiertage gut nutzen können. Was waren für dich so deine persönlichen Highlights bei den Drehs oder bei den Aufnahmen zu Reich und Stadt? Einige, die es nicht an die Öffentlichkeit geschafft haben. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Oh, ich fürchte mich schon vor dem Tag, wo die Outtakes rauskommen. Ich bin so froh, dass der Jörg 90% der Outtakes nicht bekommen hat.
Also wir haben teilweise schon sehr viel Spaß und meistens ist das sehr peinlich, was dann nicht verwendet wird. Und wir drücken dann noch einmal neu den Aufnahmeknopf und die Datei wird sofort gelöscht. Ja. Aber natürlich lässt sich nicht vermeiden, dass einige Patzer, Versprecher und Hopperlas drinnen sind. Ja. Ja. Aber auch sehr bezeichnend, dass dir jetzt diese negativen Dinge einfallen. Ich fand's nicht negativ. Ich habe mich sehr geliebt. Ich hatte wirklich meinen Spaß. Ja. Unser lieber Gast hat, ja, sie hat auch gedacht. Nee, nein, es gab also einige eben. Also generell, ich mag es dann schon, wenn wir. Ja, na, Highlights, ja, definitiv die beiden Whisky-Geschenke. Das war großartig, ja. Von den beiden. Eben auch der amerikanische Bourbon. Das war einer der größten positivsten Überraschungen, weil ich vom Bourbon einfach bis jetzt noch nie irgendwas Gutes hatte. Speaking of which, magst du noch ein Whisky? Bitte, ja, auch einige, viele, viele interessante Zuschauerfragen, die sie ergeben haben, aus denen sich neue Sendungen ergeben haben, zum Beispiel. Mhm. Oder interessante Diskussionen in den Kommentaren immer wieder. Ja, auch so in unserer Facebook-Gruppe, es passiert mal mehr, mal weniger, mal wird mehr diskutiert, mal weniger. Aber es ist auch irgendwie so eine nette kleine Community, die sich da bisher gefunden hat. Gute Stimmung vor allem. Also das ist, ja, das ist jetzt nicht so jeden Tag 17 Riesendiskussionen, aber irgendwie ist die Stimmung ganz angenehm. Und ist sehr respektvoll und sehr auf einem hohen Niveau. Ja. Das mag ich sehr. Ja. Ja. Wirklich gute Gespräche. Ja. Und hilfreich, glaube ich, auch immer wieder. Ja. Und noch einmal der Aufruf, ja. Also wir sind dazu da. Wir werden nicht jedes einzelne sofort beantworten können, aber wir freuen uns über Kommentare. Also es gibt eine Facebook-Seite, da kann man so auf Gefällt mir klicken, dann kriegt man so halt so, ja, Video wurde gepostet. Ja, und man kann auch da schreiben. Gelegentlich wird man da, posten wir da halt irgendwas, aber ihr Hauptding, wenn, dann eher in der Facebook-Gruppe, reicher und stark. Wie gesagt, es ist mal mehr, mal weniger los und mal schauen. Also es ist zumindest, ich mag es ganz gern, jeden Tag mal reinzuschauen oder mal alle zwei, drei Tage, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Ja, was? Hat es einen Dreh gegeben, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, der allererste, weil wir haben ja die erste Sendung komplett neu aufgenommen. Mhm. Da habe ich komplett abgelost. Ja. Ja. Es war vielleicht dafür, dass du Kameraerfahrung hattest. Ja, das war das Problem für mich, weil ich Kameraerfahrung hatte aus Fernsehstudios oder vom Film und YouTube ein völlig anderes Format ist und ich mich erst reinfinden habe müssen. Das hat echt gedauert, ja. Boah, ja, keine Ahnung, so viele. Irgendwie waren alle spannend mit Gästen. Da drehen wir mit Walter über Comics. Ja. Wie wir uns dann teilweise überlegt haben, wie wir den Spezialeffekt gestalten, also da im Rauch verschwindet und so generell auch die Zusammenarbeit mit Jörg. Ja, also, das ist noch einmal ganz großes Danke an der Stelle. Ja, so eine selbstlose Arbeit, echt danke. Ja, und mit so einer Ironie und Kreativität an der Sache, wirklich schön. Ja. Für mich war der Dreh mit Andreas Winter ganz besonders, weil der ja echt zwischen Tür und Angel passiert ist. Ja. Eigentlich hätte es nicht funktionieren dürfen, ja, weil wir exakt so viel Zeit hatten, wie die Aufnahme gedauert hat. Ich habe ihn aus dem Hotel geholt, ihr habt inzwischen alles aufgebaut und danach hat er schon zum Vortrag müssen. Mhm. Es war wirklich so und es war ein One-Take. Mhm. Ich meine, das kennen wir von Andreas, aber das war auch so ganz schnell rein und hat gepasst. Ja, ich fand es halt schade, dass man dann nicht so viel Zeit hat mit Andreas, dann auch gemütlich zu plaudern und Zeit zu verbringen. Das haben wir eh schon lange nicht mehr gemacht. Das wird mal wieder Zeit. Ja. Also Andreas, falls du das zufällig hörst, melde dich. Komm doch gar. Ja, oder wir skypen mal wieder. Ja. Es wartet ein Whisky auf dich. Ein richtig guter. Ja, jetzt Dreh mit David Beyer, der war für mich auch einer der schönsten und der ist noch nicht veröffentlicht. Er ist noch nicht veröffentlicht, da könnt ihr euch drauf freuen. Also so eine entspannte Aufnahme haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Ja, der David ist ja sowieso ein ganz lieber Freund von uns auch. Und Magier und Künstler, Magierkollege und Künstler und es geht um magischen Schmuck. Wird bald kommen. Es war einfach so vom Rhein vom Inhaltlichen traue ich mich nicht zu bewerten, weil ich es auch noch nicht gesehen habe, so das Endding. Aber ein gutes, also
habe mich sehr wohl gefühlt bei ihm, war ein gutes Gespräch. Aber es war eben auch wieder so ein One-Take, man muss nicht irgendwie groß mit ihm vorbesprechen und dann haben wir einfach, dann merken wir aber auch einfach, dass wir uns einfach schon lange kennen. Ja, klar. Gut verstehen. Ja. Interesse halber an euch da draußen, was waren eure Lieblingssendungen oder Lieblingsmomente? Mhm. Muss jetzt nicht unbedingt in einer Hitparade gereiht werden, aber so besondere Highlights wird uns einfach einmal interessieren. Gibt es irgendwas, was euch gar nicht gefallen hat? Mhm. Das wäre auch interessant. Was gibt es jetzt, wenn mal? Gibt es irgendwas, wo du sagst, damit warst du überhaupt nicht zufrieden oder das war, ja, abgesehen von deinem Ablosen in der ersten Sendung, das nie jemand sehen wird außer mir? Ja, nein, also ich bin ja Perfektionist und deswegen habe ich an jeder Sendung was auszusetzen und würde gerne jede Sendung noch 300 Mal drehen, bis sie perfekt ist. Mhm. Aber gleichzeitig gibt's nichts, wo ich sagen würde, das ist total in die Hose gegangen und war einfach schlecht oder so. Oder aber die haben es ja noch nicht auf YouTube geschaut. Na, also ich kann zu allem stehen, was wir veröffentlicht haben. Wirklich gut. Sowieso. Ja, und zwar wirklich. Es gibt eine Podcast-Sendung, die wir einfach nicht veröffentlicht haben. Ja, die war wirklich nicht gut. Da haben wir während der Aufnahme schon keinen Spaß gehabt. Und ja, da ist es um verschiedene magische Orden und Traditionen gegangen und so. Und das, ja. Das war nichts. War einfach nicht gut. Ein Highlight war für mich eine so eine der letzten Sendungen, das Zauberpilze. Wie, Dimensionsportale und Zauberpilze. Genau, wo wir den amerikanischen Whisky verkostet haben. Das sieht man ja nicht wirklich. Wir haben ja da mehrere Takes und das sind dann zusammengeschnitten worden. Jetzt, bei mir schaut es immer so aus, als würde ich einen Whisky nippen und riechen. Und am Ende der Sendung waren wir beide ziemlich am Tschechien. Wir haben den Alkohol gespürt, ja, sehr deutlich. Wir haben uns hinterher gedacht, ui, die Sendung. Man sieht es uns nicht wirklich an, finde ich. Ja, nein, vielleicht. Echt lustig, locker, gemütlich mal einfach wieder so plaudern. Das war, ja. Ich muss wieder an den Outtake denken. Der Outtake. Ja, war schön. Oh, das wäre mal ein spannendes Target, um es herauszufinden. Beschreibe den Moment, der Rudolf passiert ist und in Reicher und Stark als der Outtake bezeichnet wird. Findet heraus, was passiert ist. Ja, ich weiß nicht, vielleicht war es auch gar nicht so spektakulär für jemanden, aber ich fand es... Es war spektakulär. In der Begegnung mit ihr. Ja, sonst... Du hast da gerade eine Liste vor dir liegen, was haben wir noch? Ja, wir haben so allgemeine, also Neuigkeiten, die uns betreffen, also die jetzt nicht unmittelbar mit Reich und Stark zu tun haben, aber vom Thema her unseren Kanal betreffen. Umuamua. Dieses unaussprechliche Umuamua. 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 Ja, dieser was? Dieses zigarrenförmige interstellare Objekt. Genau, das in unser Sonnensystem offenbar eingedrungen ist. Oder das Erste, das sie beobachten, das nicht aus unserem Sonnensystem stammt. So ein zigarrenförmiges Ding. Genau. Da gab es ja viele Theorien, Aliens und ich weiß es nicht, weil es gibt ja auch so Sichtungen von seltsamen Objekten am Himmel, die zigarrenförmig sind. Und ja, natürlich haben sich wieder alle... Das ist auch eine ungewöhnliche Form, muss man sagen. Ja, natürlich, ja. Und haben sich alle Fringe-Seiten überschlagen damit. Das Spannende war, dass ich das als Target hatte beim Remote-Führen. Genau. Der Wingman hat dich gemonitort und dir das Target gegeben. War total spannend, weil es das erste Mal war, dass ich so ein astronomisches Objekt geviewt habe. Was man kann es die Sitzung auf Wingmans Blog Signallinien.info. Ich weiß es nicht. Also wir verlinken es in den Shownotes wieder. Da beschreibt er die Sitzung. War für mich total spannend, weil das ist normalerweise ein Gebiet, auf dem ich mich nicht so gut auskenne. Ich bin mehr so ein Social Viewer und das war etwas, aber es war sehr... Klar, war sehr, sehr schnell, war mir klar, worum es geht, auch hab's wieder ausgeblendet. Und ja, da ist sehr eindeutig rausgekommen, es ist einfach ein astronomisches Objekt. Es ist kein Raumschiff. Es ist einfach Gesteinsmasse. Es ist eine, ja, ich habe es so wahrgenommen wie ein, es ist wo rausgeschleudert worden aus einem sehr heißen, sehr turbulenten Ding. Es ist jetzt nicht regelmäßig, aber es ist auch nicht unüblich, dass da mal was
rausgeschleudert wird aus diesem Prozess und dann draußen erstarrt und erkaltet und halt durch den Impetus, den es hat, dann halt weiter driftet. Und dann halt so eine Art Tropfen- oder Zigarrenform, weil es einfach so dieses... Ja, so in etwa. Und spannend fand ich ja, dass dann auch einige Tage später die NASA dann eben veröffentlicht hat, dass es sich eben... Mein jetzt kann man der NASA sowieso nicht zusammen hingestellt. Never haben. A straight answer. Ja. Aber... So, es scheinen sich zumindest auch so astronomisch von Beobachtungen scheint sich zu zeigen, dass es sich tatsächlich halt um so... Bisher decken sich meine Remote-Viewing-Erkenntnisse mit den Daten, die veröffentlicht werden. Genau, das ist das, was ich meine. Also die Remote-Viewing-Daten, die vor den Veröffentlichungen zustande gekommen sind, decken sich mit dem, was dann veröffentlicht wurde. Ja, das ist für mich schon sehr spannend, weil ich mich jedes Mal wieder wie ein kleines Kind freue, wenn ich so, wow, es hat funktioniert, das ist jedes Mal wieder. Das war das Schöne am Remote-Viewing-Seminar, war ja, wir haben jetzt da jahrelang an unserer Methode geforscht und das war unfassbar mühsame Forschungsarbeit. Das ist so das Rad auf 17 verschiedene Arten neu erfinden. Und dann mit Remote Viewing wieder mal eine Technik zu haben, wo man einfach Ergebnisse abliefert, wo man sich nicht über die Methodik wochenlang den Kopf zerbricht, ob das jetzt richtig und versuche, sondern man setzt sie hin, lernt es und produziert Ergebnisse am laufenden Band. Das war so eine stupide Fließbandarbeit, das ist, also im positivsten Sinne, es war einfach so, Ergebnisse, cool. Ja, im besten Sinne Hirn ausschalten und außersinnliche Eindrücke wahrnehmen und beschreiben. Ich glaube, mein schönstes Erfolgserlebnis war, als ich 3 Katzen geführt habe. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es um 3 Katzen geht. Ich wusste auch nicht, dass die Besitzer 3 Katzen haben. Ich wusste, dass sie eine haben und es war eine Personenwahrnehmung. Person kann ja alles sein. Es kann auch eine Firma sein oder sonst was. Für mich war es so spannend, weil die Katzen im Target reinkodiert waren. Also P1, P2, P3 Personen waren klar, welche Katze gemeint ist. Das wusstest du nicht, ne? Ich habe nur die Ziffern bekommen. So wie üblich. Den Charakter. Und ich habe das sehr cartoonesk wahrgenommen. Es war total lustig. Ich habe echt lachen müssen. Vor allem P2 war super lustig. Es ist total hysterisch und ich war dann so verblüfft, dass ich nicht nur die Zuordnung genau getroffen habe, sondern wie ich die Charaktere der Katzen beschrieben habe, scheinbar das den Nagel dermaßen auf den Kopf getroffen hat. Und vor allem, es ist also darum gegangen, dass die alte Katze, also die ältere, mit den 2 neuen riesen Problem gehabt hat, die jetzt dazugekommen sind und wie die besser miteinander umgehen könnten. Mhm. Und es hat scheinbar dann auch gut funktioniert. Mhm. Also das war wirklich ein Erfolgserlebnis für mich, so wow, yeah. Mhm. Also jetzt rein methodisch nämlich. Rein methodisch einfach so, ja. Ja, hat so funktioniert. Absoluter Volltreffer. Und ja, und auch wirklich hilfreich. Und Oumuamua, ja, auch, klar, soweit jetzt. Aber dazu, da habe ich jetzt einfach nicht so den Bezug dazu. Irgendein Gesteinsobjekt und ich mit meiner schon fast übersteigenden Liebe zu Katzen. Nee. Echt schön. Stinkt natürlich alles andere dagegen ab. Ja, egal wie. Katzen. Ja. Was war so dein größtes Erfolgserlebnis beim Remote-Film heuer? Ich weiß nicht, ob ich es als Erfolgserlebnis bezeichnen würde, aber es das Einschneidendste war, ohne zu wissen, dass es um mich geht, meine eigene Zukunft zu viewen. Stimmt. Wo ich dann rausgegangen bin mit, ich hoffe, das war nicht ich, den ich da geviewt habe. Und ich habe dir noch gesagt, so wie ich dich kenne, warst du es. Ja, und ich war's. Das war unangenehm. Und deswegen, also das der größte Volltreffer für mich, weil er Dinge beschrieben hat, die ein ziemlicher Volltreffer waren. Aber das ist ja eh so ein Ding in der Magie auch, oder gerade in der Divination. Und auch mitunter auf meinem magischen Weg bis jetzt gerade in den letzten Jahren immer wieder mal mich mit solchen Themen konfrontieren zu müssen. Und deswegen der größte Erfolg für mich, weil es mich in vielen Dingen mir Sachen aufgezeigt hat, die ich eh schon wusste sozusagen, oder die ich befürchtet habe, oder die ich wiedererkannt habe dann in den Sitzungen. Also in der Sitzung. Und deswegen für mich der spektakulärste Volltreffer für mich. Ganz persönlich, was das betrifft.
Ansonsten, ja, keine Ahnung, ich habe die Ostsee-Anomalie beschrieben. Stimmt, die ja. Die habe ich ja schon früher mal als Target gehabt. Ja, da war ich ganz gut on Target, habe vielleicht neue Daten dazu liefern können, bin mir nicht ganz sicher. Erzähl mal, was ist da rausgekommen? Boah, ich habe jetzt gar nicht mehr so parat. Das ist das Problem, wenn ich aus Sitzungen zurückkomme, kann ich mir oft nicht mehr erinnern. Das kenne ich auch, ja. Das ist gut, dass es die Mitschrift gibt. Ich muss die Protokolle und nochmal anschauen. Es war schon irgendwas Eigenartiges. Es war kein abgestürztes UFO, glaube ich. Sozusagen ein Raumschiff. Es ist schon irgendwas, ich habe schon was beschrieben, das auf den Planeten herabfällt. Aber auch irgendwas, was aus der Erde herauskommt. Es war irgendwie so scheinbar irgendeine Art Kultstätte. Das war mal nicht unter Wasser. Okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann es nicht hundertprozentig beschreiben. Also ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich möchte jetzt keinen Scheiß sagen, deswegen stotter ich vielleicht gerade. Also ich lasse es mal. Es war schon kein natürliches Objekt in dem Sinn. Es war aus natürlichen Materialien, aber es war jetzt nicht. Es war schon irgendwie von irgendwem einer Intelligenz erschaffen. Okay. Ob von Menschen oder so, weiß ich nicht mehr auswendig. Ja, sonst einfach unser ganzes Zukunftsprojekt da die nächsten Jahre. Da haben wir einige Remote-Viewing-Sitzungen auch drauf gemacht. Aber ich habe in den letzten Monaten bin ich nicht so dazu gekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt im Jahr 2018 wieder mehr Zeit dafür habe. Jo. Ja, irgendwas, das herabstürzt und UFOs und so, das war ja natürlich jetzt gerade in den letzten Tagen die größte Meldung in der Grenzwissensszene. Das Pentagon hat verlautbart, es hat ein geheimes UFO-Forschungsprojekt gegeben. Mhm. Wobei es hat ja nicht das, wenn ich jetzt, ich habe jetzt den Artikel nicht mehr genommen, aber was ist Pentagon, dass das veröffentlicht hat? Ich glaube, es haben ehemalige... Ja, es war ein Artikel in der Washington Post und die haben... Aber das Pentagon hat es bestätigt, soweit ich es richtig mitbekommen habe. Wobei eben so, es existiert eh nur noch ein Senator davon, der das Geld... Die anderen sind eh schon längst tot. Genau, und er ist auch schon längst aus dem Amt und so. Und Bigelow spielt natürlich mit eine Rolle und so. Ein Milliardär, ja. Und das war so der große Aufschrei. Oh, Disclosure hat begonnen. Ja, genau. Nein, hat's nicht. Sie haben halt bestätigt, dass sie ein paar Millionen in die... in ein Projekt gesteckt haben, das sich damit auseinandersetzen soll, ob es eine Gefahr im Luftraum gibt durch komische Phänomene oder durch Unbekannte oder noch nicht. Und okay, man muss fairerweise sagen, das ist die erste offizielle Bestätigung, dass staatliche Stellen das untersucht haben, seit also Project Amerika. Blue Book, genau, seit Amerika, das ja, aber es hat mit Disclosure jetzt einmal gar nichts zu tun. Genau. Abgesehen davon, wenn militärische Stellen sowas bestätigen, geht man davon aus, dass es zumindest nur teilweise wahr ist, wenn nicht sowieso komplett redigiert. Mhm. Ja. Und natürlich heißt es auch, ja, es ist jetzt aber abgeschlossen und das gibt's jetzt nicht mehr. Ja, das ist halt immer so, wenn dann im Nachhinein, ja, wir hatten da mal so ein Projekt und jeder, der daran beteiligt war, ist inzwischen verstorben wegen Altersschwäche, war ja beim Remote Viewing dann auch ein bisschen so, man hat dann im Nachhinein und, also, ja. Oder im K-Ultra, das war dann auch immer so nie gegeben und dann 30 Jahre später oder so dann mit Riesengerichtsverfahren und so. Und natürlich wird es nicht fortgeführt, ja, das Projekt natürlich nicht. Ja, man ändert den Namen und den Hangar, in dem es gemacht wird, und dann ist ein neues Projekt und da muss man dann erstmal sich wieder durch die Gerichte klagen, damit man... Und natürlich, sie haben ja auch ein Video veröffentlicht von einem Objekt, das total ungewöhnliche Flugeigenschaften hat. Das von einer, von einem amerikanischen Jagdbomber gefilmt wurde, mit vom Tracking-System der Leitung. Ich meine, das ist jetzt für Leute, die sich seit Jahren damit beschäftigen, ein... Ja, nur hat man schon dutzendmal gesehen. Völlig, eigentlich komplett uninteressant. Ja. Was für mich spannend war an der Meldung ist, dass es nicht ridikulisiert worden ist in den Massenmedien. Nicht was? Ridikulisiert. Ach so, es ist einmal ernsthaft behandelt worden. Ja. Es ist, okay, das hat es gegeben, da war ein Forschungsprojekt und so. Es ist nicht der übliche Haha, UFOs, grüne Männchen vom Mars, Schmäh kommen, sondern es ist, das war neu daran. Auch wenn jetzt die Aussage... Die Konklusion ist ja nicht so, es gibt irgendwie Aussagen, sondern... Man weiß eigentlich genauso viel wie vorher, außer dass es komische Dinge gibt, von denen man aber noch nicht weiß. Es kann auch irgendwie ein Geheimprojekt sein. Also man sagt, man trifft keine genaue Aussage. Sie haben ein sehr, sehr präzises Wording gehabt in dem Artikel. So, man kann sehr viel hineininterpretieren in alle möglichen Richtungen. Genau, aber was wirklich drinsteht, ist... Ja, man hat irgendwie scheinbar auch
Metalle ja, untersucht, die man solchen Objekten zuordnet. Heißt aber nicht, dass das außerirdische Metalle sind, sondern, keine Ahnung, wenn das ein Flugzeug war, von ein Geheimflugzeug von den Russen und da ist irgendwie ein Tragflügel abgebrochen, dann hat man das untersucht, kann ja auch bedeuten. Ja. Oder es war dann tatsächlich der Luftballon, man hat das Material untersucht und auf Lager. Mehr wird nicht gesagt. Ja. Und jetzt kann man da natürlich hineininterpretieren, aber sie können ja nicht gleich Aliens sagen. Ja, aber es ist einfach nur eine Interpretation. Man kann einfach so viel hineindeuten. Und das passiert gerade in der ganzen UFO-Szene. Oh, Disclosure. UFOs. Man kann, natürlich verheimlichen sie uns die Aliens, aber es ist der erste Schritt. Und es ist ein Jein, im allerbesten Fall ein Jein. Eigentlich genau. Schauen wir mal, was noch kommt, was darauf folgt. Ja. Tom DeLong sagt, es hat mit seiner Arbeit zu tun. Beziehungsweise Leute, die in seinem Team sind, haben da vorher auch dran mitgearbeitet. Und ja, keine Ahnung. Für mich klingt so viel um nichts. Ja. Momentan. Wer weiß, was daraus passiert. Das Problem ist nur so, wie es passiert. Selbst wenn dann eine Art Disclosure passieren würde, also eine, ja, es gibt außerirdisches Leben oder es gibt Besucher von irgendwo oder was auch immer. Die Art und Weise, wie es passiert und wie es gewordet ist und auf welche Art und Weise, also da ist so viel geschobene Partie, meiner Meinung nach. Also da ist sehr viel maximal Halbwahrheit drinnen. Ja, ja. Was? Und wenn man darauf wartet, dass irgendeine wenn man erst an solche, sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, wenn dann da, beim Trump glaubt man es ja nicht mehr, wenn dann der Obama vor dem Weißen Haus gestanden wäre und irgendwie so einem grünen Alien die Hand geschüttelt hätte und das wäre auf CNN übertragen, diese Art von Disclosure, also wenn man auf das wartet, glaube ich, und dann erwartet, dass dann die Wahrheit ans Licht kommt und nicht die nächste schwachsinnige Lügengeschichte, glaube ich, da kann man lang warten. Deswegen, ja. Ja, das, ja. Ja. Was hältst du von Tom DeLong und seiner? Immer weniger. Ich habe das Buch nie gelesen, die Secret Machines und diese. Ja, ich hab's gelesen. Ja, ja. Eben mit dem am Anfang erwähnten Peter Levender, der ja auch in der magischen Szene seit den 70er Jahren sehr stark großer unterwegs Name. Ist. Durchaus. Kennt sich auch wirklich aus. Genau, ja. Und ja, der Tom DeLong, dieser Blink-182-Sänger, Gitarrist, ich weiß es nicht mal. Nicht mehr. Du warst da mit John Podesta in den E-Mails bei den WikiLeaks. So. Also es wirkt alles so ein bisschen gestört. Es wirkt so, als würde man irgendwie einen berühmten Rockmusiker, der irgendwie auf das UFO-Thema aufmerksam geworden ist, den würde man jetzt benutzen, um ihm so ein paar Zuckerl zu füttern und er glaubt jetzt, oh, die Regierung verrät mir jetzt Geheimnisse und ich... Er selber glaubt daran. Ja, ja. Davon gehe ich aus. Definitiv. Also er wirkt so, dass er selber wirklich davon überzeugt. Ja, das glaube ich auch, ja. Ja. Nur, das hast nur lang nichts. Exakt. Dann haben sie eben dieses, wie heißt das Projekt? To the Stars Academy. To the Stars Academy mit Crowdfunding und sie wollen jetzt in den nächsten Jahren ein Raumschiff bauen mit irgendwie einem Antigravitationsantrieb und... Also ich bin der Erste, der öffentlich Abbitte tut, wenn da was Großes draus entsteht und wirklich große Disclosure kommt. Ich schmeiß schon mal nochmal einen Stein, weil ich trotzdem daran zweifle, dass das so Hand und Fuß hat. Aber wenn dann zumindest wir alle dann schon in schwebenden Autos durch die Gegend fliegen können und ich mit meinem Raumschiff zum Mond fliege, dann soll das halt so sein. Na, dann freue ich mich. Aber es wirkt auf einmal, und dann wollen sie Filme drehen und keine Ahnung, und es ist so ein, irgendwie wirkt so wie Göttmacherei jetzt im. Es ist perfekt gebrandet. Es ist ein bisschen zu perfekt gebrandet. Ja. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht der Erste, aber wahrscheinlich nicht der Letzte, der dann zumindest sagt so, ja, okay, Hut ab, aber ich, selbst wenn da jetzt irgendwer was verlautbart und selbst wenn die so ein Raumschiff hinstellen, ja, schmeiße ich tatsächlich mal lieber nochmal einen Stein zur Sicherheit. Also ich habe da eher meine Hoffnung auf andere Menschen und andere Projekte, die jetzt aber noch aus gutem Grund einfach sehr unter der Hand passieren. Und, ja. Also für mich kann das nur aus so einer Graswurzelbewegung entstehen. Also dass da irgendeine
Früher war es der Kaiser oder der Diktator und jetzt ist der, weiß ich nicht was, Präsident, Chef, sonst was, oder der, wenn der dann seinen Segen gibt, dann ist es, ja, drauf geschissen. Also dafür bin ich einfach zu sehr Anarchist, muss ich ehrlich sagen. Es muss irgendwie aus organisch, aus uns als Menschheit heraus entstehen und nicht, weil uns irgendeine hohe Instanz gnädigerweise zugesteht, dass wir ein Zehntel des Wissens jetzt erhalten, weil wir würdig. Ach, am Arsch, echt. Nee. Uns als Menschheit, schönes Stichwort. Ich finde das ja genau ein Grund auch, wofür wir das Ganze da machen, dass wir vernetzen, dass wir Menschen miteinander in Kontakt bringen, die über ihre Erlebnisse reden und dass wir ihnen auch einen Kontext geben mit den ganzen Modellen, die wir vermitteln und Ding, was wir da reden, die diese Verbindungen ziehen. Und ich finde es ja total schön, dass innerhalb von 8 Monaten, was jetzt Reich und Stark gibt, schon eine kleine Community entstanden ist. Wie gesagt, auf einem hohen Niveau miteinander diskutiert. Und das wäre so eine Idee, noch einen Jahresausblick zu machen, nach dem Jahresrückblick 2017 zu schauen, wie diese ganze Community um unseren Kanal herum sich entwickelt im ersten Halbjahr 2018. Und du packst jetzt eine Kristallkugel aus? Nein, aber meine Tarotkarten. Ah, das ist ein Experiment. Wir wollen euch sozusagen teilhaben lassen, live an einer Divination. Ja, offenbar wollen wir das. Okay. Hat deswegen die Karten da? Ich dachte, die kommt dann in einem anderen Kontext. Muss ja fairerweise dazu sagen, du hast mir... Ich tue mir mit Tarot immer unglaublich schwer als Divinationsmethode und ich benutze es dann manchmal so, bis es nicht mehr funktioniert und oder manchmal viel zu viel und dann wieder gar nicht. Und ich irgendwie habe dann die Balance nicht gefunden, dass ich damit wirklich für mich persönlich große, wirklich sinnvolle Aussagen treffen kann. Ja, also ich kann dann vielleicht entscheiden, Schweinsbraten oder Schnitzel oder... Und dann wird es dann irgendwann wird's zu schwammig. Aber du hast mir einmal die Karten in diesem Jahr gelegt. Ich hatte eine sehr schwierige Entscheidung in diesem Jahr. Und hast du mir die Karten gelegt und muss ich echt sagen, also ich habe noch selten eine so gute Kartenlegung bekommen, die tatsächlich. Danke. Da war nicht viel Interpretationsspielraum. Leider, oder denke Gott dann sei Dank, wie man es nimmt, aber es war eine relativ klare Entscheidung dann und es hat sich dann auch so. Weitestgehend gezeigt. Mhm. Also weitestgehend. Also ja, es war so weit der Interpretationsspielraum, aber es war eine sehr klare Geschichte. Ja, schauen wir mal. Also ich habe das jetzt auch so noch nie gemacht. Aber ja, du bist bei Tarot definitiv besser als ich. Ja, ich liebe Tarot. Also besser. Das macht mir echt Spaß. Also ich werde 5 Karten ziehen. Es geht um die Entwicklungen und Qualitäten und Herausforderungen für uns alle, die wir mit Reich und Stark, mit diesem Kanal irgendwie verbunden sind. Also es betrifft jetzt nicht nur uns beide, sondern euch alle, die ihr da jetzt zuhört und da involviert seid und diese kleine Community. Und der Zeitraum ist bis zur Sommersonnenwende 2018 bis zum 21. Juni. Ein schöner Zyklus. Sozusagen. Genau. Und es werden 5 Karten sein. Das ich nenne sie das Geschenk. Und wo es zu finden ist. Die Herausforderung und die Unterstützung dafür. Und die Überraschung. Ah. Also Ich hoffe, ich mag Überraschungen. Ich hoffe, ihr mögt Überraschungen. Also es ist einfach so ein sehr grober Forecast sozusagen. Was passiert im ersten Halbjahr 2018 in der Community für Reicher und Stark? Muss ich irgendwas tun? Das ist mir das Liebste.
Bernhard mischt hochkonzentriert die Karten. Immer noch. Okay, du kannst abheben, wenn du magst. Ja, gern. Mit links, ja? Mit links. Okay. So, dann legen wir es einmal aus. 1, 2, 3, 4, 5. Also, 1 ist das Geschenk. Die 6 der Schwerter. Ein Aufbruch ins Ungewisse. Yay! Oder so, ich weiß nicht. 2 ist die Herausforderung. Die 9 der Schwerter, ui. Das ist aber, das ich, wie gesagt, ich bin ja auch schon kein Freund des Rider Waiter Russ. Jetzt weiß ich warum. Nein, aber ich weiß, das ist ein Arschkarte. Mhm. Wo ist das Geschenk zu finden? In der 7 der Stäbe. Auch keine besonders erfreuliche. Schauen wir mal. Und wo ist die Unterstützung für die Herausforderung? Okay, der 3 der Münzen. Und die Überraschung? Trommelwirbel? Ich werde den einspielen. Die Königin der Münzen. Das ist ja was Schönes. Ja. Also. Wir werden eine reiche Mäzenin kennenlernen, die den Kanal sponsert. Ja, von mir aus gerne. So würde ich das jetzt deuten wollen. Ja. Nee, keine Ahnung. Ja, so, also. Also die 6 der Schwerter. Also Schwerter sind Luftelement. Und da geht es tatsächlich um einen. Also das, die Karte, das kenne ich schon, das ist ein Aufbruch ins Unbekannte. Das ist genau, ein Typ, der auf einem Schiff steht und mit einem Stab und. So einen Kahn hinüberstarkt ins Unbekannte. Es ist eine Veränderung, Reise, Umzug. Alte Standpunkte aufzugeben, mhm, ist ein Thema davon. Vorsichtige Neuorientierung. Okay. Ja. Der negative Aspekt wäre herumvagabundieren, so Heimatlosigkeit. Naja, vielleicht wären wir bei YouTube gesperrt und wären auch Opfer des Zensurwahnsinns. Ja, naja, ein Aufbruch ins Ungewisse kann natürlich auch bedeuten, wir werden entführt von Aliens. Das ist total positiv. Es ist das Geschenk. Also es ist irgendwo hin. Vielleicht ist das eine Reise nach Damanhur. Keine Ahnung. Etwas, was wir nicht voraussehen können. Obwohl wir versuchen, das vorauszusehen. Ja, nicht nur wir zwei jetzt natürlich, sondern wie gesagt, so der ganze Kanal. All unsere Zuschauer werden entführt. Wir fahren mit all unseren Zuschauern nach Damanhur. Es geht irgendwo hin, was... Wo wir nicht wissen, wie es dort sein wird. Hm. Naja, in die Zukunft. Nein, ich rede ja gern blöd, dem Whisky sei Dank. Und die 7 der Stäbe, da, wo das Geschenk zu finden ist, da geht es um sich verteidigen. Hm. Gegen Neid und Missgunst anderer. Okay. Es ist jetzt nicht unbedingt tatsächliche Bedrohung. Das ist kein echter Konflikt, aber es ist mehr so ein Kräftemessen. Ja, es geht darum, seine Standfestigkeit zu beweisen und zu sich zu stehen und so. Also könnte es sein, dass Anfeindungen kommen, könnte sein, dass viel Kritik kommt zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder eher Neid und Missgunst entsteht ja auch dann, wenn man erfolgreich ist. Mhm. Ja, wer weiß. Also, und das finde ich spannend, dass es da zu finden ist. Ja. Also in der Auseinandersetzung, im Konflikt, in der Probe der eigenen Standfestigkeit. Ja, ich kann mich erinnern, die Karte kam auch in der Legung, als du für mich die Karten gelegt hast damals. Das war auch so ein sehr schwieriger Punkt dann in der Phase meines Lebens. Mhm. Also harte Bedingungen. Ich sollte dich nicht mehr Karten legen lassen. Oder ich sollte diese Karte wegnehmen. So heimlich. Kommt aber nicht mehr vor. Ja, also es schaut jetzt nicht unbedingt fröhlich und idyllisch aus, sondern eher, ja. Wollen wir das einfach rausschneiden und neu? Nein, das... Ja, ich bin ja gespannt, was wir in einem halben Jahr dann dazu sagen werden. Aber wirken tut es so, in einer Umgebung von
sich beweisen müssen, seine Standfestigkeit zeigen und zu seinen Werten zu stehen, passiert etwas, ein Aufbruch zu neuen Ufern, und dadurch, dass es da liegt, würde ich sagen, ist es sehr vielversprechend und sehr positiv. Okay. Nicht unbedingt einfach leicht oder angenehm, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Die Herausforderung, die 9 der Schwerter, das ist so eine Karte von jemandem, der in tiefster Nacht aufwacht und die Hände vors Gesicht schlägt. Verzweifelt ist so ein, das ist so die, oh mein Gott, was habe ich nur getan, Karte. Sorgen, Gewissensbisse, schlaflose Nächte, Verzweiflung. Vielleicht machen wir mal unabsichtlich so einen Livestream und ich renne nackig betrunken vor der Kamera herum und ohne es zu merken. Das sind deine Ängste, okay. Nein, verstehe. Ich bin mal so gefurcht. Aber das, es geht bei der Karte um die Auseinandersetzung mit Angst. Aber als Wegweiser auf dem Pfad zur Reife sozusagen. Also hey, noch mehr von meinem Leben. Vielleicht auch Auseinandersetzung mit Selbstzweifel. Mhm. Also das wird die Herausforderung sein. Mhm. Und die Unterstützung darin finden wir in der 3 der Münzen. Das ist so diese Symbolik von den alten Dombauhütten, wo ein Lehrling zum Geselle wird, sozusagen. Mhm. Also, dass man sich einer neuen Aufgabe stellt oder in eine neue Qualität hineinwächst auch. Eindringen in tiefere Geheimnisse, Fortschritt, Prüfungen bestehen, sein Können unter Beweis stellen. Auch die Überwindung von Krisen und eine neue Stabilität erlangen. Also, worin auch immer das bestehen wird, es ist das Erdelement, also sehr pragmatisch. Das wird die Unterstützung in dem Ganzen sein. Also könnte man jetzt so interpretieren, dass die ganzen Zweifel, Sorgen und Ängste überwunden werden durch so eine Art Initiation, eine Art Aufstieg in eine neue Funktion. Okay. Und dass man das Ganze dadurch sozusagen ja wirklich als Initiationsprüfung sehen kann. Ja, wir haben ja eine Sendung zum Thema Initiationen schon gemacht. Die sind nicht lustig. Ja. Bernhard liegt im Garten neu. Ich bin Chaosmagier, ich kann das umdefinieren. Ja. Nee, ich bin... Okay. Wir haben ein Foto von ihm dann auch im Video. Genau, werden wir einblenden. Und ich bin schon sehr interessiert, wie wir dann in einem halben Jahr zurückschauen werden. Mhm, ich auch. Und die Überraschung, wie gesagt, die Königin der Münzen. Eine reife Frau in der Art des Erdelements. Mhm. Also sinnlich, sehr erfahren, klug, pragmatisch. Mhm. Im Normalfall stehen so die Könige und Königinnen für tatsächlich existierende Personen. Mhm. Also deine erste Idee mit einer Mäzenin, die reicher und stark unterstützt, würde durchaus drauf passen. Ja, ich mag die Idee. Jana Gartenmeier. Die ist eine schöne Karte. Mhm. Mag ich sehr gern. Also schauen wir mal. Wahrscheinlich wird es was anderes, aber keine Ahnung. Also das ist für mich halt auch, muss man fairerweise sagen, immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Also eben bei der einen Legung, die du da für mich gemacht hast, also die war so präzise, da gab es nicht viel zum Heruminterpretieren. Und das ist halt jetzt natürlich so ein bisschen meine größte Herausforderung, die ich mit Tarot habe. Klar, es ist jetzt aber natürlich was anderes, weil du eine sehr konkrete Situation gehabt hast, ja, um die es ging. Und da haben wir jetzt eine sehr allgemeine Sache, weil die soll ja jetzt den Kanal, uns beide und unsere Zuschauer betreffen. Ah, nein, schon deswegen, klar, ich war jetzt keine Kritik, sondern ich wollte nur sagen, ich persönlich habe aus dem Grund, dass dann mein Hirn zu rattern beginnt und dann kann ich aus jeder Karte 10 Millionen Varianten rauslesen und dann bin ich so genauso oder noch weniger schlau als vorher. Okay. Nein, bin ich, also
Bin ich sehr gespannt. Aber die Quintessenz der Karten, also wenn ich die Zahlenwerte zusammenzähle und die Quersumme daraus bilde, ist 7. Und das ist der Wagen. Mhm. Also wie das Ganze vonstatten geht, ist sehr Durchschlagskraft, Power. Ist das der Wagen im Rider? Ja, das ist der Wagen. Also das ist so, jetzt haben wir lange genug gewartet und jetzt geht's los. Okay. Jetzt zischen wir nach vorne. Okay. Ich kenne den Rider, also den Wagen eher von Crowley's Tarot, aus dem Toth Tarot. Das ist ja eher auch durchaus dieses Fortschritt, aber in seiner Mitte ruhen und so in der Ruhe liegt die Kraft sozusagen, also obwohl es der Wagen ist, also so ist es für mich. Okay. Gespannt. Na, da beim Wade ist es so wirklich so ein Aufbruch, der Held, der loszieht. Mit Karacho, so richtig. Ja, spannend. Also durchaus herausfordernd, aber darum ging es ja auch. Aber nicht wirklich bedrohlich oder so. Die einzige, die 9 der Schwerter, die ist tatsächlich nicht schön. Aber das finde ich ja auch spannend, wenn man weiß, das kommt, dann kann man sich darauf einstellen. Sagen, na okay, wenn Ängste, Zweifel, Sorgen auftauchen, würde ich es in dem Fall sagen, ja, okay, das ist Teil einer eines Prozesses. In der Mischung mit der anderen Karte ist das schon. Okay. Vielleicht habt ihr eine andere, vielleicht ist unter euch auch irgendwie Tarot-Experte oder so. Expertin, ihr seid alle gemeint. Der das anders interpretiert oder der irgendwie einen anderen Input hat, wie man sowas deuten könnte. Gerne. Oder vielleicht mag jemand für uns die Karten legen. Gerne. Hast du das jetzt wirklich gesagt? Ja. Ich habe gerne mehrere Optionen in meiner Zukunft. Ich nehme nur die besten. Ja. Auch wenn sich jemand angesprochen fühlt jetzt dadurch. Also, wie gesagt, bitte nicht allzu ernst nehmen. Das ist, wie gesagt, ein Experiment und ein bisschen in der Tradition von Jahresabschlüssen und Zukunftsvorausschauen. Nachdem keiner von uns beiden eine Ahnung von Horoskopen hat oder von Astrologie, bleibt uns halt das. Ja, ich bin gespannt, was wir in einem halben Jahr dazu sagen werden. Ich bin sowieso gespannt, wie es in einem halben Jahr ausschaut mit unserem Kanal. Was sich für neue Kontakte ergeben, also für neue Erkenntnisse. Also ich hätte mir zu Beginn des Kanals, zum Start, nicht vorstellen können, was wir da inzwischen schon für neue Kontakte haben, für neue Erkenntnisse und was überhaupt in dem ganzen Jahr passiert ist. Auch vieles, über das wir halt noch nicht so reden dürfen, teilweise. Können dürfen. Ja. Vieles, das noch so in der Planungsphase ist, oder wo man auch Gäste haben, die vielleicht noch nicht ganz so wissen, ob sie vor die Kamera oder vor das Mikrofon wollen. Jahresausblick für uns, jetzt mal ohne Karten. Was haben wir denn so vor noch? Wenn wir jetzt vieles eben besprechen in den nächsten Tagen, wohin es geht. Also es werden sicher neue Funktionenbereiche an stark dazukommen. Es wird Wir haben vor, das Ganze zu erweitern, noch zu auszubauen. Ich persönlich habe ein Projekt vor, gemeinsam mit Jessica Kaiser. Wir werden Auftritte organisieren. Ich werde Lesungen machen, sie wird mit Gitarre mich begleiten. Oder wir werden gemeinsam das gestalten. Weird Fiction. Also das wird ein neues Kreativprojekt. Pantherion könnte in eine neue Phase kommen. Das lang im Tiefschlaf gelegene Pantherion-Projekt, da gibt's Bestrebungen, wieder was Neues zu machen. Auf das freue ich mich schon. Also von dem, was du mir jetzt gestern und heute und Jörg, was ihr mir erzählt habt, klingt, also ob es jetzt
Massenpublikum findet, weiß ich nicht, aber für mich persönlich als Pantherion-Fan durchaus reizvoll. Bin gespannt. Also gegen einer. Das mythomagische Großprojekt der letzten Jahre. Ja. Ansonsten. Ich bin echt gespannt, was das nächste Jahr bringt, weil für mich war das Jahr von vielen Abschlüssen. Vieles hinter mir lassen, vieles zu Ende führen. Das war schon das letzte Jahr ein großes Thema bei mir und das hat jetzt so das Abschlussfinden seinen Abschluss gefunden, sozusagen. und für mich steht schon eine ziemliche Neuausrichtung an, was sich eben auch aus den Remote-Viewing-Sessions bestätigt hat. Ich bin beruflich, ist für mich gerade vieles wieder im Umbruch. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen schwierig, also auch was meine Wohnsituation betrifft, Umzug, Nicht-Umzug, neue Wohnung, steht gerade sehr vieles einfach in so einer Neuorientierungsphase und ich fühle mich gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen. So viele Möglichkeiten, mal 17 Möglichkeiten, mal gar keine, so wechselt sich sehr stark ab. Bin gespannt, wo es mich hinführen wird. So einen Hauch von Ahnung habe ich ja schon. Und ja, also definitiv bereichernd stark. Für mich jetzt mal so eine Grundsatzdiskussion, die ansteht, wohin wir gehen wollen, wie wir weitermachen wollen. Da würde ich euch wirklich nochmal bitten, gebt uns Feedback, was passt euch? Habt ihr irgendwie Wünsche? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Habt ihr Bock auf Unterhosen mit Reicher und Starkfoto drauf? Ich, vermutlich nicht, aber nein, ich weiß es ja nicht. Gebt uns irgendwie Feedback, was ihr euch wünscht oder ob ihr irgendwie Ideen, also wenn ihr Ideen habt, was wir machen können, wo was wir anbieten können, was euch interessiert, gerne. Da wird es jetzt eben in den nächsten Tagen und Wochen nochmal viel, viel Diskussion bei uns geben. Für mich ist jetzt einfach auch viel Frage nach Investitionen in Reich und Stark. Es steht eben schon seit langem die Anschaffung eines Mischpults an, neuer Mikrofone, vielleicht neues Kameraobjektiv. Das ist definitiv ein größeres Projekt für mich, wo ich halt jetzt ein bisschen noch mir Gedanken mache, was ich da investieren will, in welcher Form, in welchem Ausmaß, was eben sehr viel davon abhängt, wohin wir uns ausrichten wollen. Sonst bin ich echt gespannt, wohin es geht. Also es ist, wie gesagt, viel. Wenn ich versuche, in die Zukunft zu schauen, 2018 ist für mich einfach viel Neues. Viel Umbruch im Sinn, also nicht, es bricht nicht zusammen, sondern Umbruch von, ich lasse jetzt das, was ich, das Alte, das ich hinter mir gelassen habe, ist weg. Und das Neue hat sich noch nicht gezeigt. Mhm. Und es ist so wirklich so dieses zwischen Stühlen sitzen, warum ich mir schwer tue, über das Jahr 2018 konkreter zu sprechen. Und ja. Nicht immer alles einfach, als Magier auch. Das hat, glaube ich, nie jemand behauptet. Nein, nicht. Ich kann es nur noch mal bestätigen oder unterstreichen. Ich hoffe, dass sich viele neue Interviews ergeben werden. Also wir versuchen jetzt immer mehr auch, ich weiß, das kommt bis jetzt noch nicht so gut an, offenbar im Kanal, englischsprachige Interviews. Das hängt auch ein bisschen von euch ab, wie ihr das haben wollt. Was mich persönlich interessiert es einfach. Na, natürlich. Gern einfach das wollte ich sagen. Also das wird auf jeden Fall, wird es immer wieder mal jetzt verstärkt englischsprachige Videos geben, Interviews vor allem, weil sich im englischsprachigen und im internationalen Bereich einfach so viel mehr tut als im deutschsprachigen Bereich leider. Wenn ihr im deutschsprachigen Bereich Kontakte habt, Leute kennt, lieben gern her damit oder empfehlt uns gerne weiter. Wie gesagt, unsere Kontakte beziehen sich inzwischen eher hauptsächlich auf den englischsprachigen Raum. Ja, vor allem, ich möchte gern den deutschsprachigen mit dem englischsprachigen Raum auch mehr vernetzen. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte auch wirklich ein Lebenszeichen von uns geben. Ja, das ist sagen, so, hey, Mitteleuropa passiert auch was. Es passiert nicht alles in Amerika und in England. Ja, es gibt ja einige Leute, die schon auf uns aufmerksam geworden sind. Susan Diamond aus St. Clair zum Beispiel.
Michael Hughes und so. Also es, ja, gibt einiges, aber da möchte ich noch viel mehr auch da wieder vernetzen. Und ja, vor allem einfach, wir haben einfach so viele liebe Freunde aus dem internationalen Bereich, die es auch umgekehrt verdient haben, im deutschsprachigen Raum viel bekannter zu werden. Also das ist kein Schwerpunkt, aber das wird definitiv, werden englischsprachige Sendungen zunehmen. Wir wissen noch nicht, ob man sie vielleicht zusätzlich zu den deutschsprachigen parallel veröffentlichen oder mal statt einer deutschen Folge eine englischsprachige, das werden wir mal alles diskutieren. Ja, man hat uns schon gefragt, wo man uns überall noch hören kann. Man kennt schon alle unsere Sendungen, man kennt uns auf CropFM. Ja, also sonst auf viel mehr Programme und Kanäle sind wir jetzt noch nicht wirklich vertreten. Wenn ihr uns weiterempfehlen wollt an andere Sendungen, an andere Kanäle, lieben gern. Wir sind da sehr offen. Also jeder, der zwei wahnsinnige Magier interviewen will, selber schuld. Na, gern. Ja, was gibt's noch zu sagen? Jetzt sind wir jetzt sind wir bei einer Stunde 50, so Pi mal Daumen. Das ist eh schon lang. Ja, ich glaube, es passt. Wir bedanken uns für ein großartiges Jahr 2017 mit euch. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das in so kurzer Zeit, in so einer kleinen Nische, so viele Abonnenten und Zuschauer findet. Danke für euren Zuspruch, für eure Unterstützung, für die Whiskys, für die Fragen. Ja, einen schönen Jahresausklang. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jo. Die Welt ist magisch. Immer noch. Und immer mehr hoffentlich. Immer mehr. Das ist gut. Darauf stoßen wir nochmal an. Lanschett. Danke euch. Habe die Ehre. Bis bald. Sie hörten eine Produktion der Edition Prequel und der Edition Gwydion. Titelsong aus dem Soundtrack zu Pantherion. Lyrics Jörg Vogeltanz. Musik Christian Gschier. Text gesprochen von Dionysia Karidis. Mehr Mysterien, Mindfuck und Magie unter Reicher und Stark auf YouTube und auf www.reicherundstark.at.